Was machst du denn da, Danja? Ja, ich baue hier die Base größer. Ja, aber warum habe ich denn den Zaun dann hierhin gemacht, wenn du jetzt Steine davor machst? Ja, ist doch okay. Ja, das ist doch okay. Ja, dann hätte ich das doch nicht machen müssen. Der Zaun ist doch extra dafür da, dass das ein bisschen weiter vorne ist, dass die Creeper und so, wenn sie explodieren, nicht direkt am Haus sind. Ja, aber... Ja, du kannst doch einfach mal sagen, ja, dass ich jetzt recht habe. Das kann man doch trotzdem schön groß machen. Ja, aber man kann es doch trotzdem so schön groß machen. Ja, aber dann verfehlt so ein bisschen der Zaun seinen Sinn. Leute, herzlich willkommen zu den Minecraft-Losern mit... Wem wohl? Kahn. Ja, und dir, Danja, hallo. Also, dafür, dass wir Minecraft-Loser sind, sind wir schon relativ weit gekommen, ne? Wir werden... Aua, jetzt hab ich Kies auf Wir haben jetzt auch schon... Danja hat es hinbekommen, so ein bisschen kleinen Bauernhof hier oben hinzubauen. Also, wir haben zumindest... Naja, das haben wir da zusammen Weizen gemacht. Und Melonenkerne. Und wir haben auch schon Kekse. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, ich muss noch World Border, ich muss die Welt noch etwas vergrößern. 480 passt. So, und ihr wisst ja, wir haben hier so eine Weltbarriere, das heißt, wir haben immer so eine, ja, unsichtbare Mauer, also man kann es hier schon sehen. Die ist jetzt relativ weit außen und damit wird unsere Welt begrenzt, inspiriert von Paluten und German Let's Play. Und Danja, wie sieht's aus? Ja, ich bin hier gerade ein bisschen am Stein abbauen, also damit wir ein paar Materialien auch mal haben in unserer Base. Ja, weil, weißt du... Ah, hier ist ein bisschen Kohle. Weißt du, dass das jetzt auch Sinn macht, mal Skelette anzugreifen, weil dadurch bekommen wir ja Knochen und dann Knochenmehl und damit können wir dann unseren Weizen schneller wachsen lassen oder ich instant. Ich würde es nur gut finden, wenn, bevor wir das machen, wir irgendwie nochmal an Eisen rankommen würden für eine Rüstung. Ja. Ja, dafür müssen wir wahrscheinlich... Das würde ich nicht so sinnlos. Da müsste sich wahrscheinlich einer so ein bisschen heute auf Höhlenexpedition begeben. Ja, vermutlich. Willst du das machen oder soll ich das machen? Also... Ich würde fast behaupten, wir sollten das vielleicht zusammen machen, weil falls einer stirbt, kann der andere dann den Kram von der anderen Person einsammeln. Ja, da hast du sogar recht. Aber sollten wir das dann vielleicht in der Nacht machen? Ja, weil dann sind eh die Monster da unten. Ja, aber in der Höhle macht das ja sowieso keinen Unterschied. Ja, ja, eben, deshalb ja. Lass uns das dann sollten wir uns vielleicht jetzt ein bisschen vorbereiten da drauf. Genau. Ich gehe dann einmal kurz... Nochmal Richtung einem Ort, wo ich sowieso schon hin wollte. Und ja, Leute, mit der Schaufel kann man natürlich schneller abbauen. Ich weiß, ich bin manchmal nur zu faul, die Werkzeuge zu bauen. Aber sollte man machen. Okay, weil wir sind immer noch auf der Suche nach Schafen, Leute. Weil wir brauchen ein Bett, damit wir die Nacht einfach mal ein bisschen besser überstehen können. Weil ich will ehrlicherweise nicht jede Nacht... draußen sein, zwischendurch schon, aufgrund jetzt der Skelette und so, ne, die bringen uns schon was, muss man ehrlicherweise sagen. Ich bereite hier gerade mal ein paar Stein Werkzeuge vor. Ja, perfekt. Die wir dann mitnehmen können. Dann sollten wir auf jeden Fall genug haben, um theoretisch die ganze Nacht da durchzubauen. Ja. Jetzt können wir auch wieder parken. Oder durch abzubauen. Bohnen. Kakaobohnen einsammeln, weil die können wir ja jetzt ja für die Kekse gebrauchen. Also, kann ich hab jetzt ich sag mal dir, ein, ich sag dir ganz ehrlich, also mit dem Dschungel, da werden wir keine Freunde. Kann ich verstehen. Ich habe jetzt ganz viel Werkzeug gebaut. Sehr gut. Vielleicht mache ich mal noch eine Kiste und tu das ganze Werkzeug mal da rein. Oh, wir müssen langsam anfangen, hier unser Häusle auch mal zu vergrößern. Das wird ein bisschen eng. Es wird langsam eng. Bin ich denn schon wieder hier bei der Wüste, Mann? Doch gar nicht hier zu Wüste. Also, Kahn, ich tu die Hälfte der Werkzeuge, die ich jetzt gebaut habe, in die Kiste. Warum bin ich denn jetzt schon... Oh, jetzt bin ich schon wieder hier bei uns bei der Base. Ich wollte doch gar nicht zur Base. Ja, dann komm doch her, dann kannst du dir gleich auch dein Dings holen. Ja, ja, aber gerade, mein Inventar ist gerade voll, aus dem Grund. Okay, gut. Möchte ich das jetzt gerade eigentlich nicht einsammeln. Okay. Ich geh mal in diese... Musst ja nicht. Ich geh mal hier durch. Also jetzt wäre es echt übelst ungünstig, wenn jetzt irgendwie ein Creeper hier unser Zeug wegsprengen würde. Das würde mich jetzt schon schwer treffen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Okay, ich bin jetzt hier beim Wasser. Okay.
Gut wären noch Fackeln. Fackeln, 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 ja, Fackeln, auf jeden Fackeln. Fall. Mit weißt du, ne? Mit ganz viele. Wie du das brauchst. Okay, was ist hier? Ja, ja, ich weiß. Also wenn ich an dem Punkt jetzt noch nicht so weit wäre, dass ich Fackeln bauen könnte. Es kann nicht wahr sein, ne? Wir sind jetzt so weit draußen und es ist immer noch. Es ist immer noch nichts hier. Ehrlich. Okay, ich komme zurück, dann können wir in die Höhle diese Nacht. Ja. Weißt du schon, in welche? Nee, das können wir gleich mal gucken. Ich weiß nicht, also in der Mine weiß ich, dass halt auf jeden Fall Eisen zu finden ist. Weißt du, wie wir denn da hinkommen noch? Ja. Well, that's the question, ne? Ja, das könnte etwas schwierig werden. Mhm. War das bei dem Canyon oder? Nee. Mine war Achso, bei der. Nee, nicht bei der. Ich meine bei der Mine, die wir am Anfang gefunden haben. Alles da ist auf jeden Fall. Wird das jetzt schon Nacht gerade? Ja, es wird schon Nacht. Ich komme jetzt gerade zurück. Ich hoffe, ich schaffe das auch bis zu Hause. Ja, schlecht wäre es ja nicht. Ich glaube, ich musste hier einfach nur geradeaus zurück. Dann bin ich schon relativ schnell wieder bei der Base. Hoffe ich. Also Fackeln, Werkzeug, es ist alles in der Kiste neben der Tür. Mhm. Feel free. Okay, ich habe hier auf jeden Fall eine Höhle, wo wir hingehen könnten. Ich hoffe, ich finde sie gleich wieder. Oh Gott. Ja, kannst du mir aber auch sagen, wo die ist? Ja, warte, ich bin... Also kannst du uns dann da hinführen? Ich hoffe. Okay. Ich kümmere mich mal gerade hier ein bisschen um ein paar Monster. Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich zur Base zurückkomme dann, ja. Na toll. Ich weiß gerade nicht. Soll ich dir Werkzeug mitbringen? Das Problem ist, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Risky. Warte einfach da, okay? Warte einfach da. Na gut, dann esse ich mal einen Schokoriegel jetzt. Ja, mach das. Ich glaube, ich muss hier lang. Hier ist Lava. Boah, ich habe echt null Orientierungssinn bei dieser Map. Aber ich sehe. Ja, okay. Ich bin beim Canyon zumindest angekommen wieder. Sollte ich eigentlich wieder relativ schnell... Hallo, was ist denn hier los? Daniel, bist du schon wieder da? Ich bin die ganze Zeit in der Base. Alles klar. Ich müsste auch gleich da sein. Also, ich... Wir werden uns auf jeden Fall nicht dahin führen können. Müssen auch, glaube ich, mal bald gucken, ob wir unsere Base einfach woanders hinpacken, weil langsam... Ja, das Problem ist, wir haben halt jetzt aktuell noch keine Richtung, wo es Sinn ergibt. Wenn es irgendwo was gäbe, wo es auch Sinn macht, aber es bringt nichts weiter in die Wüste zu gehen, es bringt nichts in den Dschungel zu gehen. Und das ist der Punkt, weswegen ich darüber jetzt noch gar nicht großartig nachdenken muss, weil wo sollen wir die aktuell hinstellen? Oder übersehe ich da gerade irgendwas? Nee, nee, alles gut. So, ich bin da. Hello. Geh bitte rein und neben der Tür in der Kiste. Ja. Okay, ich pack erstmal ein paar Sachen. Hast du auch zu essen mitgenommen für dich? Also ich habe jetzt aktuell Melonen, aber vielleicht nehme ich mir mal noch was Fleischiges mit. Ja, mach das. Kekse und so kannst du dir ja auch da mitnehmen. Ja. Ich hab das, das, Knochen. Also eigentlich müssen wir ja jetzt hier wirklich mal tippitoppi ausgestattet sein. Ja, eigentlich schon, eigentlich schon. Also außer, dass ich keine Rüstung hab, aber... well. Die habe ich halt auch nicht. Doch, du hast eine Rüstung an, Kahn. Ja, wow, aber ist jetzt auch nicht so super viel. Okay, alles klar. Du hast eine Rüstung und also hast einen Helm und ein Schild. Ich weiß nicht, was du noch willst. Hast du kein... Na gut. Warte, haben wir nicht noch Eisenbarren für ein Schild? Ich glaube nicht. Ich glaube, die hatten du oder ich vorhin mal mit. Alles klar. Okay, so, wo wollen wir hin? Ja, ich würde mal hier lang gehen. Weil hier sind ja die ganzen... Im Dschungel sind halt die ganzen Tunnelsysteme gewesen. Mhm. Auch wenn das zwar blöd ist, aber... Vorsicht, Spinne. Ja. Okay,
Na sehr gut, da finden wir dann natürlich auch immer schön Seile, wenn wir die Spinnies töten. Also ich meine, dass irgendwo auf der Seite halt auch die Mine sein müsste, aber keine Ahnung. Wenn wir uns diese bunten Lampen machen könnten, weißt du? Ja, und dann? Dann könnte man mal so Wege markieren. Wir könnten uns hier runterbauen eigentlich, wenn du willst. Da habe ich mich schon runtergebaut, da ja, findest du noch nicht wirklich weiter. Eisen. Noch weiter, das ist ja noch gar wir nichts. Wir können es versuchen, also wir können es versuchen. Ich habe hier bisher wirklich nichts, also absolut gar nichts also gefunden. Also ich würde an deiner Stelle erstmal das hinter dir zubauen, dass da keiner hinterherkommt. Ich baue mich mal bei der anderen Seite dann runter, okay? Ja, mach das. Und dann schauen wir mal, wer als erstes auf Eisen stößt. Also ich habe erstmal mal wieder nur Kupfer. As usual. Und, hast du schon Eisen gefunden? Nein. Du? Nein. Natürlich nicht. Ich habe auch langsam, also irgendwann ist man ja nur auch recht weit unten. Alles gut. Ich glaube, wir sind von der Ebene, wir sind ja jetzt, glaube ich, gerade bin ich auf, warte, wenn ich jetzt runtergehe. Ich bin gerade mal auf 11, glaube ich. Wo sieht man das denn? Wenn du auf F3 drückst, siehst du bei Chunk Relatives, das in der Mitte. Das ist der Wert für die Höhe anscheinend. Und wir sind gerade mal bei 10, okay. Also dementsprechend. Das ist noch nicht... F3? Das ist noch nicht 4. Also ich sag's mal so, Stein haben wir nach der Aktion definitiv genug für die nächsten 10 Wochen dieses Projekts. Da bin ich mir sehr sicher. Ja, aber wo sollen wir die lagern? Das ist das Problem. Ja, Kisten bauen. Größere, unsere Base mal wir müssen ausweiten. Genau, wir müssen unsere Base mal ein bisschen vergrößern, weil die ist ein bisschen zu klein. Ja, habe ich vorhin schon gesagt, wir haben keinen Platz mehr für die ganzen Kisten und so. Können ja auch doppelte Kisten dahin bauen. Okay, ich bin jetzt auf, ist das Andesit oder so? Ich weiß gar nicht. Muss mal gleich auch ein bisschen was loswerden. Das mache ich vielleicht auch mal. So, ich habe die erste Steinaxt zerschlissen. Ja, sehr gut. Hat das Diorit? Okay. So, also ich bin jetzt bei Diorit schon angekommen und wir sind auf Höhe 5. Und normalerweise Diamanten findet man, glaube ich, bei minus 40 und sowas, ne? Okay, also ich bin gerade auf Höhe von Wasser gestoßen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so super, wie du sicherlich verstehen kannst. Okay. Hab ich eigentlich Kohle? Ja, ich habe Kohle. Okay, dann baue ich vielleicht nicht weiter nach unten, sondern... Ja, geh erstmal rechts, links und dann kannst du ja später... Ja, genau. Also ich baue mir so eine Art Treppe auch, damit ich später wieder gut nach oben...
Weißt du, ich hätte manchmal gerne so die Möglichkeit zu gucken, wo wir uns gerade auf der Map befinden. Das kann man, indem man eigentlich, man kann ja den Game Mode ändern, aber das machen wir jetzt nicht. Nee. Okay, hier tropft gerade, hier kam gerade ein Tropfen Wasser. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier gerade vielleicht unter einem... Also ich muss hier ja irgendwie unter einem Fluss sein oder sowas. Okay, ich höre auf jeden Fall was. Und hier kommt alles wieder nur Kies, glaube ich. Ich habe irgendwas gehört. Irgendein Geräusch, was ich nicht hören wollte. Was ist das für ein Geräusch? Also ich habe irgendein Geräusch gehört, was ich nicht hören wollte dann, ja. Das geht mir oft so. Das war ganz richtig creepy. Okay, ich habe, sag mal schnell. Ich sagte aber, ich habe gerade auch die ganze Zeit richtig Angst, weil über mir tropft es. Das heißt, wenn ich einmal nach oben buddel, wird hier mein kompletter Gang wahrscheinlich geflutet. So, nee, okay, ich glaube, irgendein Schacht habe ich gerade. Ich weiß nicht, ob ich mich gerade im Kreis... Ich habe bestimmt falsch geguckt, weil es kann gar nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir die ganze Zeit auf der gleichen Höhe sind. Keine Ahnung, ich glaube, ich gucke die ganze Zeit falsch. Also ich bin hier wirklich absolut komplett falsch. Ich weiß auch nicht, ey. Ich habe wieder Eisen gefunden, sehr gut. Die Frage ist, ob ich hier wieder rauskomme. Das, ja, wäre schon nicht schlecht, ne? Also ich denke mal, dass der Tag schon vorbei ist, dann, die Nacht schon vorbei ist. Keine Ahnung. Aus dem Grund. Also ich höre hier auf jeden Fall die ganze Zeit Zombies. Ja, aber wir sind ja auch underground, das ist normal. Ja, aber ich bin in keinem Höhlensystem, weißt du? Trotzdem. Es reicht ja Schatten. Alter, ich hab so viel Stein gefunden. Das also ist echt nicht... Also ich finde gerade die ganze Zeit Eisen, was ziemlich gut ist. Das ist gut. Immerhin hat einer von uns beiden die Mission erfüllt. Also sogar sehr viel, aber dafür haben wir uns ja in zwei unterschiedliche Richtungen gebuddelt. Das war ja der Sinn der Sache auch. Also ich habe jetzt schon 17 Roheisen. Mhm, sehr gut. Das ist ja schon mal mehr als nichts, sage ich mal. Und ich habe so viel Stein, Kahn. Sehr gut. So, ich überlege nur gerade ein bisschen, was werde ich, glaube ich, brauchen, um mich hier wieder auszugraben. Vielleicht treffe ich ja unterwegs Daniel, ich noch würde, glaube ich, so langsam wieder raus aus der hochgehen. Höhle. Ja. Weil wir haben jetzt, ich habe jetzt 25 Roheisen, das ist eigentlich schon echt gut, davon können wir schon ein bisschen was machen. Ja. Und danach können wir weiter auf die Suche nach Schafen vielleicht mal gehen. Ja, also ich habe es Kahn vorhin schon erzählt, ich habe gestern, nachdem wir aufgenommen haben, privat noch ein bisschen gespielt, ohne das aufzunehmen. Bin direkt auf eine riesengroße Eisenader gestoßen, Schafe gefunden. Also direkt alles geklappt. Ich hatte eine vollständige Rüstung nach irgendwie 20 Minuten. Hatte mir eine Base gebaut. Alles tippitoppi. Ich habe mich schon gefreut und dann hat es geschneit und meine komplette Base war eingeschneit. Ja, ist auch schön, aber... Ja. Nee, war nicht schön, weil ich die nicht mehr wiedergefunden habe. Ach so. Die war quasi unterm Schnee begraben und ich habe die nicht mehr gefunden. Ja, okay, das ist natürlich ein bisschen doof. Okay, ich bin zumindest jetzt wieder... Oh, was ist das denn? Ich glaube, ich habe hier, warte mal. Okay, was hast ich habe hier Edelsteine auf jeden Fall gefunden. Aber die kann ich nicht abbauen, da brauche ich, glaube ich, eine Eisendings dazu. Ja, das war klar. Also dieses, wie heißt das, blaue? Lapis, aber damit kann man sowieso nur Farbstoffe machen. Ja, aber oder wenn halt ein fahrender Händler kommt, dann kannst du, glaube ich, Smaragd mit bezahlen. Achso, ja, das ne? kann sein. Okay, ich muss mich jetzt leider einfach nach oben bauen dann, ja? Ja, ich bin gerade auch dabei. Also ich bin gerade wieder dabei, mich nach oben zu bewegen, weil... Ja, ich baue mich jetzt einfach stumpf nach oben. Ja. Ja, du, ich sag's ja ehrlich, es nützt ja alles nichts. Müssen ja wieder hochkommen. So.
Du hast was gefunden. Ich habe so viel Stein, dass wir damit definitiv die nächsten Waffenbauten machen können. Also und unsere Base auch vergrößern, also maximal vergrößern können. Ich würde das vielleicht angreifen, weil ich halt gerade so viel Stein habe, dass ich die einfach ein bisschen größer mache. Ja, ich bin jetzt auch wieder über der Erde und es ist hell. Ich weiß nicht, ob du schon vergrößert hattest. Habe ich schon. Also ich habe auf jeden Fall ein paar Eisen und die packen wir dann gleich auch mal am besten in den Ofen. Dann können wir uns neue Rüstung machen. Ja. Das wäre jetzt schon wichtig. Ein paar Schilde. Bin gleich gespannt, wo ich rauskomme, ehrlich. Ja, ich sag dir, es ist wirklich jedes Mal eine Überraschung. Ich habe auch keine Ahnung, wo ich gerade schon wieder bin. Oh. Ah, ich bin ganz nah bei der Base wieder rausgekommen. Sehr gut. Sehr gut. Ein Glück. Ein Glück. Ein Glück. Oh, das war knapp. Das war tatsächlich knapp. Okay, ich bin jetzt auch wieder draußen. So, ich überlege jetzt gerade. Und ich bin auch direkt bei der Base. Ja, das ist doch mal ein gut. Das ist doch auch mal schön. Ja, auch mal was Nettes. So, okay, ich baue jetzt einfach mal hier den Sand ab. So, ich packe jetzt mal ein bisschen hier was weg, was ich nicht mehr gebrauchen kann. Zum Beispiel das. Das. Mit einer Schaufel kriegt man Sand schneller weg, oder? Ja, mit einer Schaufel. Haben wir irgendwo eine Schaufel? Du kannst sie dir machen. Es wird ja schon wieder dunkel. Okay, ich glaube, wir waren den ganzen Tag einfach drinne. Ja. Tür bitte zu, danke. Ja. So, ich habe jetzt Roheisen reingepackt. Ja. Ich gehe mich mal durch den Sand schaufeln. Ich mache mal ein bisschen Platz. Und dann baue mal die Base ein bisschen aus. Ja, kann ich dir helfen? Ich baue mal auch hier ein bisschen einfach Sand ab. Wichtig ist, Sand fällt nach unten, ne? Das heißt, baue erst immer unten ab. Ja, ich weiß schon. Schon. Wir sollten vielleicht auch einen Zaun drumherum machen, weil dann kommen die Zombies auch nicht immer rein. Weil so schön sieht die Base jetzt auch ehrlicherweise momentan noch nicht aus. Nee, also man könnte ja theoretisch auch noch diese Redstone-Fallen irgendwo platzieren. Ja, stimmt. Ich müsste nur die haben wissen, wir ja auch ich noch. Ich müsste nur wissen, wie die funktionieren. Das weiß ich halt leider auch überhaupt nicht. Du bist aber weiterhin vorsichtig, ne? Ja, ja. Weil Zombies oder so kommen. Ja, Zombies sind jetzt nicht so das Problem, die hört man ja. Creeper sind immer ein bisschen schwierig. Aber wenn, dann liegen ja alle Sachen direkt bei der Base, was schon mal gut ist. Sollen wir das hier auch alles abbauen? Ja, bau weg. Bau weg, dass wir hier Platz haben. Dann machen wir das doch mal. Ich glaube, beim Anbau machen wir irgendwas falsch. Es dauert viel zu lange dann, ja. Das kann gar nicht sein. Wie meinst du, wir machen was falsch? Ja, guck mal, wie lange das immer dauert. Ja, muss halt den Sand wegmachen, ne? Das meine ich nicht, sondern oben beim Weizen. Ach so. Geht nun mal nicht alles immer ganz schnell. Ich kümmere mich mal um den Zaun gleich, okay? Ja, mach das. Hier um die Ecke, falls du noch... Du hast ja genügend Steine, kannst du auf jeden Fall hier noch bauen. Ja, ich bin hier gerade noch so ein bisschen wegmachen, dass ich hier ein gescheites Fundament hinstelle, dass wir hier nicht wieder Probleme haben mit... Man baut ein bisschen was weg und dann ist man direkt, ne? Ist schon. Unseren Zaun. Wo ist denn unser Zaun? Da. Meine Kamera ist auch leider aus. Ich habe meine schon wieder angemacht. Also heute haben wir von der Welt ehrlicherweise nicht so viel gesehen dann, ja? Ja, gar nichts. Außer den Untergrund und der ist jetzt ehrlicherweise nicht so spannend gewesen. True. Aber wir können ja heute uns einfach als Ziel nehmen, noch die Base ein bisschen zu vergrößern. Das wäre ja schon mal eine gute Sache, dass wir hier ein bisschen
ja, auch Platz haben wieder. So, ich reiße jetzt mal die Wände hier ein. Kann ich das, wie mache ich denn das Glas weg, ohne es kaputt zu machen? Das geht nicht. Wenn Glas weg ist, ist Glas weg. Okay. Ist aber ist ja nicht schlimm, das kann man ja neu machen. Wir haben ja genügend Sand, da kann man viel machen. Ich pack mal ein bisschen Kohle hier rein. Dann ja, der Zaun ist jetzt nicht super geworden, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Müssen wir später verbessern. Ja, dann ja, da reicht, dann würde ich hier den Zaun ziehen. Mhm. Vielleicht kannst du ja auch mal Treppen bauen, dass man die aufs Dach machen kann. Ja, alles gut. Also, dass wir quasi ein bisschen einfacher hochkommen. Jo, mach ich gleich mal. Wir können auch eine Leiter hinbauen. Also. Brauche ich noch eine Tür? Haben wir Holz irgendwo? Holzbretter? Ja, hier. Ja, habe ich schon. Alles gut. Was machst du denn da, Danja? Ja, ich baue hier die Base größer. Ja, aber warum habe ich denn den Zaun dann hierhin gemacht? Wenn du jetzt Steine davor machst. Ja, ist doch okay. Ja, das ist doch okay. Ja, dann hätte ich das doch nicht machen müssen. Der Zaun ist doch extra dafür da, dass das ein bisschen weiter vorne ist, dass die Creeper und so, wenn sie explodieren, nicht direkt am Haus sind. Ja, aber... Ja, du kannst doch einfach mal sagen, ja, dass ich jetzt recht habe. Kann man doch groß machen. Ja, aber man kann es doch trotzdem so schön groß machen. Ja, aber dann verfehlt so ein bisschen der Zaun seinen Sinn. Dann müssen wir halt keinen Zaun machen. Ja, doch schon. Eine Doppelwand machen. Ja, aber Doppelwand, das sieht doch schrecklich aus. Siehst doch gar nicht. So, jetzt brauchen wir noch eine Leiter. Die baue ich am besten auch mal hier hin. Ja, moin. Ich guck gleich mal, wo wir dann die Türen stellen. Können wir ja gleich machen. Erstmal Fundament hinstellen und dann gucken wir, wo eine Tür am meisten Sinn ergibt oder wo Türen Sinn ergeben. Ja, wahrscheinlich hier vorne, ne? Also hier, ich mach mal frei. Einmal hier, weil hier ist der Eingang von hier oben. Okay, es ist auch wieder Tag, Leute. Und Danja, willst du bei der Base ein bisschen weitermachen? Ich kümmere mich nochmal so ein bisschen um ein paar... Ja, mache ich. Ich mach das hier fertig. Du brauchst für die Tür brauchst du zwei, aber ist okay. Okay, guck mal, ja, die Truhe ist auch schon fertig. Ja, ich lasse das hier gerade alles durch. Du kannst, lass mich einfach die Base bauen und... Ja, ich lasse dich in Ruhe, ich lasse dich in Ruhe. Such du bitte einfach nach Eisen. Ja, Eisen nicht, ich werde nicht nach Eisen suchen, ich werde jetzt nach Schafen suchen, weil Eisen ist jetzt im Ofen, ne, den Ofen bitte nicht abbauen, da kannst du dann zumindest schon mal ran. Und dir deine Rüstung weiterbauen. Aber bau bitte immer zweimal von allem. Also erst, wenn du eins... Und der Harnisch braucht am meisten Eisen, dementsprechend. Genau, und... also eine Eisenspitzhacke kannst du auf jeden Fall machen. Weil, falls wir Diamant finden sollten, kann man die auch nur damit abbauen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt direkt was finden, aber... Es kann doch nicht wahr sein. Wir sind jetzt hier in der Wüste und in der Wüste finde ich schon wieder gar nichts. Immer noch kein Dorf. Null. Wundert es dich? Ja, also so ein bisschen hätte schon was hier sein können, ne? Ist halt, ne? Okay,
mein Boot habe ich mit. Kommt jetzt hier hin. Also wir sehen nur dieses Canyon-Gebiet und... Also diese Weltbarriere, die hat es echt in sich. Ja, aber wir kommen ja jetzt schon super weit und das ist trotzdem nichts. Wir haben auch einfach gerade ein bisschen Pech mit der Welt. Das kann man, glaube ich, auch einfach mal so sagen, wie es ist. Okay, ich glaube, ich habe ein neues Canyon-System gefunden. Da werde ich jetzt erstmal reingehen. Oh, Melonen! Melonen auf dem Dach! Ja, endlich. Ja. Jo, wir haben, hier Gold, mehr. Aber ich weiß halt nicht, ob uns das was bringt, wenn wir jetzt Gold abbauen. Also wir könnten es halt zum Tauschen mitnehmen. Also ich habe hier auf jeden Fall ein Goldvorkommen gefunden. Ja, dann nimm das mit. Ja, aber ich kann das ja nur mit, ich meine nur mit Eisenspitzhacken abbauen. Ja. Ja, aber ich weiß halt auch nicht, ob Gold wirklich was bringt, bin ich halt ehrlich, ne? Ich meine, dass Gold außer Tauschen eventuell kaum was bringt. Okay, mein Akku ist leer, aber die Kamera Folge ist ausgegangen. Ja, meine auch. Die Folge ist... Ich wollte gerade sagen, deine, ich habe deins gehört. Achso, ja, ja. Oh. Die Folge ist aber auch gleich zu Ende, Leute. Wir laufen hier nochmal einmal kurz drum herum. War jetzt nicht so die erfolgreichste Folge, Kahn. Doch, schon. Wir sind noch weit gekommen. Wir haben Eisen gefunden, ja. Wir haben die Base vergrößert. Da hinten sehe ich ein neues Biom. Also so schlecht ist das jetzt nicht gelaufen. Was ist denn da jetzt für ein Biom? Ist es was gescheitert? Ja, ist so, ich sag mal, trockener Wald. Okay. Aber auf jeden Fall etwas Neues zumindest für uns. Ich schau mal kurz in die Ecke. Mhm. Ja, ja. Ja, vielleicht kommen wir da ein bisschen wirklich Richtung Zivilisation. Ja, ich glaube in diese Richtung, aber da sind auch Kürbisse. Aber das dauert noch, bis wir da sind. Das dauert noch. Leute, das war eine neue Folge von Minecraft Lost. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ne? Schreibt gerne in die Kommentare, wie euch dieses Format gefällt. Also bisher haben wir ja ein paar Folgen hier abgedreht. Und ja, der Überlebensmodus ist jetzt... Wir kommen immer besser rein, habe ich das Gefühl. Wir wissen, worauf es ein bisschen ankommt, aber auch nicht wirklich. Wir sind immer noch die Loser. Und dementsprechend sagen wir, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh, das war knapp. Boah, das war knapp. Ey, warte mal, ich werde von so Vögeln angegriffen. Hä? Hä? Ich glaube, ich höre die Vögel. Machen die so ein... Ja, toll. Ich werde gleich... Ja, super. Danke. Danja, es ist alles deine Schuld. Ich schwöre, es ist deine Schuld. Was habe ich denn jetzt gemacht? Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Loser mit Danja. Herzlich willkommen, Danja. Hello. Du bist ja noch dabei, die Base zu vergrößern. Richtig. Es ist wieder morgen, das heißt, die Welt hat sich wieder vergrößert und ich würde ein bisschen, ja, ich erkunde mal ein bisschen die Gegend. Ja, also ich kann ja schon mal sagen, Kahn, wir haben sehr, sehr viel, ich habe sehr, sehr viele Tipps bekommen. Ja, ich auch. Also Leute, ich glaube, der größte Tipp ist, dass man auch mit, Spinnfäden kann man sich Wolle machen. Ja, das habe ich auch bekommen. Haben wir denn überhaupt Spinnfäden momentan? Also ich habe auf jeden Fall einen gerade einstecken, aber wir müssten mehrere haben. Ich habe hier auch noch einen in der Tasche, also wir haben vier. Das heißt, vielleicht könnten wir tatsächlich mal in der Nacht auch schlafen. Ja, ich pack mal hier, ich habe noch zwei Fäden. Die packe ich mal hier rein. Und in dieser Nacht würde ich dann ja ein bisschen auf Spinnensuche gehen. Mach das. Weil ich glaube, Schafe werden wir jetzt nicht finden. Aber vielen Dank für den Tipp, Leute. Also eure Tipps, die sind Gold wert. Die sind Gold wert, sage ich euch. Es ist halt echt so, weil wir sind halt so schlecht. Und also wir wissen halt einfach nicht so viel. Mhm. Und so Sachen, die man halt einfach vielleicht mal random mitbekommt oder so. Ja. Wenn man das halt so normal spielt, sag ich mal. Ja. Die entgehen uns dann halt, weil wir uns nebenbei noch so auf andere Sachen konzentrieren. Da ist es natürlich mega wertvoll, wenn ihr uns sagt, ey. Zum Beispiel auch, dass wir mit Weizen sollten wir Brot machen und keine Kekse, weil Brot sättigt wohl besser. Okay. Oh mein Gott, Danja. Ja. Oh, ich dachte gerade, ich habe ein Wüstendorf gefunden. Oh, och Mann, hätte ja schön sein können, ne? Hätte ja klappen können. Oh, aber was ist das? Diese Struktur ist voll komisch. Ja, ich habe zum Beispiel auch die ganze Zeit mit
der Spitzhacke Erde abgebaut, wenn ich eine hatte, aber das geht wohl langsamer als mit der Hand. Also solche Sachen halt, die ich halt einfach nicht weiß. Ja, aber für Erde zum Beispiel solltest du immer Schaufel benutzen. Ja, ich habe halt nicht immer eine mit. Habe ich eigentlich meinen Eimer da? Ja, ich habe meinen Eimer da. Wir könnten natürlich auch versuchen, eine Wasserquelle bei uns hinzubekommen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir haben ja schon auf dem Dach zumindest Wasser für den Garten. Stimmt. Aber auch da, ich glaube, da kann man sich auch noch mal verbessern. Ich glaube, da gab es auch noch mal ein paar Tipps. Ich schaue noch mal so an der Weltgrenze. Also bei Minecraft Loser ist es ja so, dass jeden Tag, Leute, für alle, die jetzt das erste Mal vielleicht dabei sind, kann ja sein, ich glaube zwar nicht, aber dass wir hier so Weltgrenzen haben. Aber jeden Tag werden die um 40 Blöcke erweitert. Das mache ich manuell, weil ich kein Mod oder Datapack gefunden habe, was ich kenne. Und, Leute, diese Woche kommt auch wieder zwei schöne Wochenvideos, wo wir eine Woche mit einem coolen Datapack versuchen werden zu überleben. Mal sehen, wie das so laufen wird. Oh, ich glaube, das wird gut laufen. Ich bin gerade überlegt, kann ich die Boxen einfach abbauen und dann wieder hinstellen? Sind die Sachen dann noch drin? Nein, die fallen dann alle raus, sobald du die abbaust. Okay, wie mache ich das denn dann am besten? Du lässt erstmal, du baust neue Boxen. Und pack dann alles rein. Und da packst du dann erstmal alles rein und dann kannst du die andere Truhe wieder kaputt machen. Du kannst auch eine doppelte Truhe machen. Ich glaube, da passt sogar mehr rein. Baue ich die doppelten Truhen, indem ich die dann quasi nebeneinander packe? Ich glaube schon. Okay. Also, wie gesagt, Strukturen oder so haben wir bisher in dieser Welt noch nicht gefunden. Aber wenn man jetzt mal vergleicht so mit Minecraft sonst, wir sind halt auch noch nicht wirklich weit rausgekommen, ne? Wahrscheinlich muss ich die einfach nur nebeneinander hinstellen, die Truhen. Ja, kann sein. Na, wenn ich die irgendwie zusammen ins Dings packe, also in die Handwerk-Dingsbums, dann passiert nichts. Okay, ich bleib erstmal in der Wüste. Es wird wieder Nacht. Aber jetzt würde ich mal mich auf die Suche machen nach ein paar Spinnen. Mach das. Damit wir vielleicht da mal die Möglichkeit haben, dann zu schlafen über Nacht. Und damit wird der Minecraft-Loser, glaub ich, deutlich einfacher. Meinst du? Glaube schon. Oh! Das war knapp. Boah, das war knapp. Was denn? Ich bin fast in ein Loch gefallen, was ziemlich tief ist. Oh Gott. Oh, das wäre jetzt natürlich sehr ungünstig gewesen. So, jetzt habe ich hier so ein paar doppelte Truhen hingebaut. Da ist natürlich sehr viel mehr Platz. Das ist natürlich sehr schön. Okay, jetzt, wo ich mal Spinnen brauche, sehe ich natürlich keine. Das war wieder sowas von klar. Natürlich. Jetzt wissen wir etwas. Und natürlich spawnen jetzt keine Spinnen. Klassiker-Kahn, kann ich dazu nur sagen. Absoluter Klassiker. Es ist wieder klar. Aber sonst sind überall Spinnen. Ja, natürlich. Bei der Mine waren auf jeden Fall richtig viele. Also bei beiden Minen, die wir gefunden haben, waren richtig, richtig viele Spinnen. Okay, hier sind Zombies. Ja, natürlich. Es sind überall Zombies, aber keine Spinnen. Ich sehe Skelette. Es war sowas von klar. Es ist sowas von klar. So, ich räume jetzt hier also die ganzen Truhen einmal aus. Und räume das dann alles wieder ein. Also ich bin auf Abenteuer und Danja macht wieder ein bisschen Dekoration. Nennen wir es mal Organisation, damit ich mich besser fühle. Also jeder das, was er halt kann. Nennen wir es mal Organisation, habe ich gesagt, damit ich mich hier besser fühle. Wo sind denn jetzt die Spinnen? Oh, ich kriege hier echt zu viel. Sind die vielleicht im Wald? Keine Ahnung, Kahn, du bist der Abenteurer. Ja, aber das kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt natürlich keine Spinnen finde. Geh doch in die Minen, habe ich doch gesagt. Da sind auf jeden Fall... Nö, da gehe ich ganz bestimmt nicht rein, dann sterbe ich doch. Aber da sind halt Spinnen. In der Wüste sind auch auf jeden Fall ganz viele Spinnies. Ich habe schon wieder was gehört. Was ist denn das jetzt für ein Geräusch gewesen? Hä? Ey, warte mal, ich werde von so Vögeln angegriffen. Hä? Hä? Ich glaube, ich höre die Vögel. Machen die so ein... Ja, was sind das denn, Leute? Was ist das denn für... Hä, das sind so Kreaturen. Ich muss hier mal rausgehen und gucken, ey. Das klingt wie Drachen oder sowas. Hilfe. Wo bist du denn? Hä? Ich bin hier oben gerade. Oh mein Gott, wie cool. Ich höre die einfach. Aber man bekommt... Kann ich die nur mit... Okay, sie sind jetzt tot. Ah, da ist noch einer. Alter, wie creepy ist das denn bitte? Ey, das ist aber einfach voll cool. Grade? Aber es ist schon sehr creepy, muss ich sagen. Leute, was sind das denn für Kreaturen? Und kann ich die vielleicht auch nur mit einem... Ich kann die vielleicht auch nur mit einem Schwert besiegen? Also, weil die lassen für mich nichts fallen. Danja, kannst du bitte kurz ein Schwert craften unten? Ein Steinschwert? Ein Oder Schwert. Ein Eisenschwert? Ja, kann ich machen. Warte.
Da musst du einfach unten einen Stock. Ja, ja, ich hab schon. Ist gecraftet. Okay, warte, ich komm kurz nach unten. Liegt direkt am Eingang vom Haus. Musst einfach nur reinlaufen und einsammeln. Okay, ich komm kurz nach unten. Vielleicht mit einem Eisenschwert kann es sein, dass ich das... Okay. Ey, das ist voll cool! Was ist das denn? Alter, ja, hast du schon eingesammelt. Okay, perfekt. So, ich werde es auch jetzt benutzen. Es kann halt sein, dass ich das nur damit besiegen kann. Also, dass ich das damit einsammeln kann. Aber wir haben ja auch einen Werfer. Das ist doch so ein Abwehr-Dings, oder? Damit können wir doch theoretisch... Was ist denn jetzt passiert? Alles gut. Hilfe, ey. Macht oh Gott. Nicht alle hier. Oh Gott. Kahn? Okay, das war knapp. Okay? Warte. Lass mich in Ruhe, bitte. Och nö. Kann man da nichts einsammeln? Anscheinend nicht. Schade. Ey, das war aber richtig cool gerade. Leute, was sind das für Kreaturen? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Und ob man halt da was machen könnte. Hier oben ist auch noch ein Bogen, kannst du dir einsammeln dann, ja? Aber ich will erstmal hier die Sachen sortieren, weil sonst hängen wir dann wieder da und es ist alles hier komplett Käse, weißt du? Ja, alles gut, mach. Oh, da sind auch Spinnen, ich sehe Spinnen, sehr gut. Finde ich hier wichtig, dass hier alles in geordneten und so. Okay, wo war jetzt die Spinne? Die Spinne war doch hier oben, da. Okay, perfekt. Jetzt kann ich. Oh, jetzt ist alles voll. Jetzt werde ich schon wieder angegriffen. Ja, ich höre die auch schon wieder. Die machen ja echt Party bei dir, ne? Ja, jetzt ist mein Inventar voll und ich kann die. Es ist Chaos. Es ist Chaos, ja. Ich versuch's einzusammeln, aber jetzt werde ich hier angegriffen und jetzt kann ich es nicht einsammeln. Oh Gott. Ich höre es einfach die ganze Zeit und es klingt so schlimm, wirklich. Okay, jetzt habe ich was. Was habe ich eingesammelt? Ich kann was einsammeln. Ich kann jetzt was einsammeln. Einer hat was fallen lassen. Okay, was hast du? Okay, ich weiß es nicht. Ich muss ein bisschen was fallen lassen. So, ich weiß nicht, was ich eingesammelt habe, aber ich schau mal. Es ist Phantomhaut. Okay. Waren das Phantome? Also anscheinend keine. Oh Gott. Naja, du brauchst jetzt auch nicht immer, wenn irgendwas passiert, direkt Panik bekommen, okay? Ich bin ja da. Ich hab doch gar nichts gemacht. Was willst du denn? Nur weil ein Creeper in die Luft geht? Oh, guck mal, da ist auch Weizen. Du kannst wieder Weizen abbauen. Ja, ich muss erstmal, wie gesagt, ich bin hier noch am Hin- und Herschieben. Ich muss ja die ganzen Sachen alle einzeln. Das muss ja hier alles ordentlich passieren. Sonst stehen wir ja dann wieder da. Okay, ich kümmere mich um weitere Spinnen. Ich habe jetzt schon eine zweite Spinne erwischt. Ich weiß gar nicht, wie viel wir halt theoretisch brauchen. Also für eine Wolle braucht man 3 Fäden. Okay. Und die kannst du sozusagen nebeneinander einfach platzieren. Das heißt, da brauchen wir echt ganz schön viel. Wir haben auch Federn. Ich weiß nicht, ob man mit Federn auch irgendwas machen kann. Ich glaube nicht. Also es geht eigentlich, also wenn ich 3 Spinnen erwische, ist das eine Wolle. Und wir brauchen ja 9 Wolle. 9-mal Wolle. Mhm. Für ein Bett. Ne, für... Von 2 Betten. 2 Betten. Ne, dann brauchen wir auch nur... Okay, was ist das für ein Zombie wieder? Okay, ich würde mich lieber gerne um die Spinne kümmern und nicht um die Zombies. Wir haben auch mega, mega viele Kakaobohnen auf jeden Fall. Sehr gut. Ich weiß nicht, brauchen wir dieses verrottete Fleisch überhaupt? Ich weiß nicht, für was man das braucht. Ich weiß nicht, ob man damit was später verzaubern kann oder so, aber ich würde erstmal Nein sagen. Wir behalten es einfach mal. Es nimmt keinen Platz weg. Wir haben genug Platz eigentlich, deshalb ist es jetzt nicht schlimm. Ja, dann ist okay. So, ich weiß nicht, ob das Phantome waren jetzt gerade. Anscheinend. Ja, toll. Also ich habe 7-mal Faden. Mhm. Weiß nicht, ob das jetzt reicht oder so. Ich habe auch so ein paar Bauhacks gesehen einfach bei TikTok. Ja, die sehe ich auch zwischendurch, aber ich kann mir die nicht merken. Nee, ich auch nicht. Ich habe das dann im Prinzip einfach gespeichert, damit ich es nie mache. Okay, die lassen Kartoffeln. Sehr gut. Dann ja, ich habe jetzt 8 Faden. Ich weiß jetzt nicht, ob das schon mal reicht. Also wir können damit auf jeden Fall schon mal 3 Wolle machen. Ja, du bringst mal mit. Ich werde weiter mal ein bisschen... Also vielleicht... Ja, vielleicht gehe ich doch in die Mine. Mhm. Aber ich muss sowieso an der Base vorbei. Ja, pass halt auf in der Mine einfach, ne? Du weißt, siehst das? Ja, okay.
der Enderman ist auch noch da. Ich weiß halt nicht, ob das Eisenschwert dafür reicht, um diesen dann zu bekämpfen. Das weiß ich auch nicht. Aber ich habe auch keine gute Rüstung, dementsprechend lasse ich es halt sein. Hätte ich jetzt eine volle Eisenrüstung, hätte ich gesagt, komm, ich mache es. Hm. Aber so fühle ich mich ehrlicherweise auch noch nicht ganz sicher. So, wo war denn jetzt unsere Base? So, zwei haben wir noch. Theoretisch könnte ich... Leo gerade, wo packe ich die jetzt noch hin? Ich das da... Ja, die Sachen kann ich... Warte. Hä? Warte. Wolle? Warte, ach nee, man braucht vier. Man braucht vier für eine weiße Wolle. Ja, warte kurz. Ja, danke, jetzt kann ich es nicht einsammeln. Klasse. Ja, ich habe es gerade eingesammelt. Okay, hier haben wir ein bisschen Essen. Das kann jetzt hier rein. Kartoffeln auch. Verrottetes Fleisch packe ich mal auch hier hin. Was kann man mit Phantomhaut denn machen? Das finde ich schon... Finde ich doch sehr, sehr interessant. Daniel, ich habe auch Knochenmehl. Das packe ich mal zum Essen hin. Weil das kann man gebrauchen, wenn man dann Weizen anbaut. Ja. Okay, das sind jetzt 7. Ich glaube, wir können noch eine. Ich mache mal noch eine Wolle. Hast du die Wolle irgendwo hingepackt? Ja, hier. Ich habe die gerade eingesammelt auch. Hier ist auf jeden Fall, da können wir jetzt, kannst du ein Bett machen? Ja. Also ein Bett kannst du schon mal machen, aber wir brauchen noch ein bisschen was. Mhm. Dementsprechend würde ich mich vielleicht auf den Weg jetzt machen. Mach das. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wo diese Schlucht war, diese Mine. Was haben wir hier? Habe ich... Gut, ich sammle mal eins davon ein. Das habe ich auch, das habe ich auch. So, also... ich pack mal... Also die Fäden packe ich mal hier zur Wolle in die Truhe. Ja, warte, die hatte ich eigentlich hier, die Fäden, aber es... Ach so, sorry. Aber wenn du ich hatte 3, dann kannst du ja weitere machen, weil wie gesagt, du brauchst 4 Stück. Ja, ja, genau. Ich mache jetzt... Ja, ich mache die schnell. Siehst du aber hier erst nochmal wieder ein bisschen... Ich weiß halt nicht, was man mit den Federn machen kann, ob man das auch irgendwie benutzen kann dafür... Ja, das kann man safe für irgendwas gebrauchen, aber wir wissen es gerade nicht. Ja. So, okay. Okay, ich glaube, ja, perfekt. Ich hab... Mir fehlt noch ein, also ein Faden fehlt mir noch, um noch einmal Wolle zu machen. Wie viel Wolle haben wir dann? 3 Stück? Nee, wenn ich noch einmal Wolle mache, dann haben wir 4. Ja, du kannst ja schon mal, einmal kannst du ja schon mal machen. Da haben wir ja schon mal ein Bett. Nee, kann ich ja nicht. Doch? Achso, ein Bett meinst du. Ja, mit 3 Wolle kann ich ein Bett machen. Ja, kann ich machen. Einfach 3 Wolle und darunter... 3-mal Holz. Ich bin dann mal unten in der Mine. Hier sind auch so Tintenfische, die sind verzaubert oder so, ganz komisch. Dann musst du dir die unbedingt wegsnacken. Aber warte, ich kann, glaube ich, auch, wenn ich... Oh, vielleicht nicht direkt an den Eingang das Bett stellen, ne? Wir haben zu viele Kisten, Kahn. Womit kann man Spinnenweben abbauen? Die Kisten stellen wir mal hier hin. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Kann ich hier den ganzen Plunder wieder reinräumen? Ist zwar ein bisschen umständlich alles, aber... Natürlich sind jetzt hier auch keine Spinnen. Das kann doch nicht sein, dass du jetzt keine Spinnen findest. Ist unfassbar. Ich wurde jedes Mal von Spinnen ermordet. Du wirst doch jetzt hier wohl Spinnen finden, Kahn. Das kann jetzt nicht sein. Ist mal ehrlich. Das funktioniert in meinem Kopf gerade nicht. Ja, bei mir ehrlicherweise auch nicht. Dann suchst du einfach an der falschen Stelle. Hab was gehört? Ah, da unten. Ah, da unten. Ja, okay, ich hab sie. Ich hab sie. Ich hab sie. Hast jetzt Spinnies, ja? Oh, 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 nee, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Oh, das werde ich, oh, ich werde es nicht schaffen. Ich werde es nicht schaffen. Na toll. Hast du irgendwelche wichtigen Sachen mitgeschleppt? Und hast du eigentlich die Welt erweitert schon? Habe ich nicht, nerv mich nicht. Ja, also. Ja, toll, ich werde gleich, ja, super, danke. Danja, es ist alles deine Schuld. Ich schwöre, es ist deine Schuld. Was habe ich denn jetzt gemacht? Weil du mich da hinschickst und sagst, ja, geh doch da einfach rein. Ich hab nicht gesagt, geh doch da einfach rein. Doch, hast du gesagt. Habe ich? Ja, du so, geh doch in die Mine. Ja, in beiden Minen. Du hättest ja auch in der kleinen Mine gucken können. Da waren ja auch ganz viele. Da kannst du relativ schnell abhauen. Ich höre einfach. Das ist auch mein Fehler. Warum höre ich auch auf dich? Ja, es ist alles meine Schuld. Auf jeden Fall.
Würde ich so auf jeden Fall unterschreiben. Doch. Toll. Jetzt muss ich da wieder rein und brauche erstmal ein paar Sachen. Also wenn es ihn gibt, dann würde ich jetzt dem Anti-Danja-Club beitreten. Katz, ich brauche Rüstung. Ja, dann mach dir welche. Also ich gehe jetzt wieder zurück und hole mir hoffentlich meinen Stuff. So. Ja, unfassbar. Unfassbar, Leute. Ja, es tut mir fast ein bisschen leid. So, aber ach so, ja, was ich eigentlich mal ausprobieren wollte, ist, wir haben ja hier so einen Werfer und der Werfer klingt für mich so, als könnte ich da Pfeile reintun und dann... Ja, aber du brauchst Redstone dafür. Wir haben Redstone-Staub. Ja, aber du musst das auch verbinden dann. Mit einem Sensor sozusagen, so viel ich weiß. Hm. Redstone-Verstärker. Ich brauch auf jeden Fall mein Schild wieder. Hä, nee, hier steht halt Spender und hier steht Werfer. Ist das ein Unterschied? Ich weiß es nicht. Weil es halt exakt gleich aussieht. Nee, ist was anderes. Ich probiere das jetzt einfach mal. Es kann ja nicht schaden, ne? Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Nichts. Jetzt ist die Frage, wo war mein Stuff? Wo war mein Stuff? Jetzt finde ich meinen Stuff nicht. Och man. Tipptopp. Warte, ich glaube, ich habe ihn gefunden. Ja, der Stuff müsste... Ja, ich habe meinen Stuff wieder. Oh mein Gott. Und ich bin gleich wieder tot. Okay, ich verschwinde hier. Ich verschwinde hier so dermaßen. Oh, ich bin gleich wieder tot. Wie hast du denn das jetzt gepackt? Ich bin hier wieder in der Mine und ich werde mal wieder verfolgt. Hm. Und hier sind jetzt auch Skelette und so. Und ja, ich habe zwar Eisen gefunden, aber ich bin überhaupt nicht dafür gemacht, hier jetzt unten... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich bin. Hm, das ist natürlich jetzt doof. Ich baue mich jetzt einmal kurz ein. Weil ich weiß es auch nicht. Okay, ich musste mich jetzt einmal einbauen, sorry. Ist schon okay, mach. Habe ich mein Schild nicht? Oh, mein Schild ist verloren. Oh, toll. Also ich bin hier sicher, ich bin hier bei unserer Base, mir geht's gut. Okay, also das mit der Mine lasse ich einfach sein, dafür bin ich zu schlecht. Ja, dann wartest du einfach auf die Nacht. Genau. Da werden auch irgendwo Spinnen auftauchen, sicherlich. Ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen besser funktioniert. So. Und dann mache ich Folgendes. Habe ich keine Kohle eingesammelt? Okay, ich baue mich wieder nach oben einfach. Was ist denn jetzt hier los? Mann, was ist denn hier jetzt los, ey? Also jetzt wird's gerade wieder dunkel. Ja, alles gut. Just saying. Okay, jetzt bin ich zumindest ein bisschen sicher. Ja, ich werde jetzt aus der Mine raus. Das bringt für mich nichts. Ich bin dafür einfach zu schlecht. Das ist okay. Aber da war viel Eisen, das ist schade. Hast du das ganze Eisen dabei gehabt oder was? Nö, ich meine, da unten war jetzt viel Eisen. Ach so. Was ich jetzt nicht mitnehmen konnte. Also nicht, was ich verloren habe, sondern was Roheisen hätte man abbauen können. Ja, das ist immer so ein bisschen mein Problem mit der Mine, um ehrlich zu sein. Da gibt es halt echt viel cooles Zeug, aber man stirbt halt immer und verliert halt direkt alles, was man hatte. So ein bisschen schwierig. Ja, das stimmt wohl. Okay, es ist aber wieder Nacht, sagst du? Ja. It's night time. Also müsstest jetzt, wenn du rausgehst, definitiv irgendwo Spinnen finden. Okay. Dafür muss ich erstmal raus, weil ich habe das Gefühl, ich bin sehr weit unten. Ach ja, so ist das bei den Minecraft-Losern. Was wollte ich denn jetzt? Das soll eine Spitzhacke, wollte ich haben. Nee, keine Spitzhacke. Okay. Doch, da, eine Steinhacke. Das... Dann nehme ich noch ein bisschen Bruchstein mit, um einen kleinen Weg zu bauen. Und dann nehme ich noch ein paar Weizenkörner mit. Okay, ich bin zumindest jetzt mal hier
bei Erde angekommen. Wie hattest du das mit dem Wasser eigentlich gemacht, dass du das mitgebracht hast? Ja, mit einem Eimer. Okay. Haben wir den Eimer noch? Nee, ne? Habe ich den eingesammelt? Doch, ich habe den eingesammelt. Okay. Oh, hier ist... Ja, das ist doch mal schön. Hier direkt ein paar Melonen. Und eine schöne Belohnung. Daniel, kannst du vielleicht ein paar... Also mit... man kann ja mit einem Eisenbarren und Holz, glaube ich, kann man Schilder machen. Kannst du vielleicht ein, zwei Schilder machen für uns? Falls du in der Base bist. Ja, ja, bin ich. Ich bin hier am... Ich habe noch einen zweiten Garten vorne dran gebaut. Okay, sehr gut. Boah, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Absolut lost. Ein Eisenbarren und Holz. Holzbretter wahrscheinlich. Genau. Eigentlich braucht man für alles Holzbretter. Hier sind jetzt kaum Kreaturen. Ist aber auch nicht schlimm. Ja, ich glaube, da hinten geht es Richtung Wüste, wenn ich das richtig gesehen habe. Yep, perfekt. Also das Gute ist, dass es hier halt reichlich Melonen gibt und das heißt, dass wir diesbezüglich definitiv nicht verhungern werden. Also zwei Schilder sind in der Kiste. Boah, das war knapp. Okay, warum sind bei Spinnen immer Creeper? Ja, keine Ahnung, Khan. Ich weiß nicht, ob es da jetzt wirklich so einen extremen Zusammenhang gibt. Okay, ich habe wieder viermal Faden, das heißt einmal Wolle. Wie viel Wolle haben wir denn jetzt? Hast du ein Bett schon gemacht eigentlich? Ja, ein Bett habe ich schon gemacht. Okay, wie viel Wolle haben wir? Keine Wolle mehr, oder? Jetzt haben wir keine Wolle mehr, nee. Okay, das heißt, dass ich brauche jetzt noch... Okay, hier könnten halt Spinnen sein. Ich wüsste, wie man diesen Faden hier abbauen kann. Diese Spinnweben. Okay, ich höre aber Spinnen. Wo seid ihr denn? So, und hier dann vielleicht Wasser hin. Und vielleicht nicht da rein, weil da... Ja, machen wir so. Dann mache ich die hier weg und dann kommt da Wasser rein. Also Leute, wir beenden die Folge hoffentlich heute mit zwei Betten. Ey, was ist hier los, ey? Bei uns sind so viele... Ja, Khan ist dran am Projekt Spinnen. Ja, war klar. Die Spinne ist jetzt wieder hier bei ganz vielen Skeletten. Sehr gut. Wie gesagt, voll viel, also gerade, ich weiß nicht, ob hier so ein Enderman-Spot ist oder so, oder Spawn. Sind viele da? Übelst. Ganz viele. Und natürlich Spinnen, wenn man sie braucht, findet man sie jetzt nicht. Das war ja klar. Das ist natürlich immer so. Jetzt habe ich auch die Phantomhaut, glaube ich. Obwohl, die Phantomhaut habe ich die wieder dahin gepackt, ich weiß es nicht. Okay, ich komme erstmal zurück und hole mir mein Schild. Wo ist es denn? Da. Perfekt. Okay, hast du denn Spinnen gefunden oder so, Danja? Nee, ich war ja die ganze Zeit hier. Ich bin hier die ganze Zeit am Machen. Ach so, bist du die ganze Zeit schon da? Ich habe hier Fenster reingebaut, die Sachen organisiert, dass sie ein bisschen geordnet sind. Jetzt habe ich hier gerade noch ein zweites Beet angelegt. Sehr gut. Ich baue jetzt hier gerade noch ein bisschen eine Absperrung hin, dass da im Prinzip dann Wasser durchlaufen kann. Okay. I'm working on the base, damit wir wahrscheinlich in der nächsten Folge, wenn hier dann alles fertig ist, sagen, okay, komm, wir suchen uns eine andere Base. Sollte aber eigentlich. Ja. Hast du den Eimer noch, Khan? Ich habe den Eimer, aber ich bin gerade ein bisschen unterwegs. Sorry, ich habe es vergessen, einzupacken.
Kannst du, wenn du irgendwo unterwegs Wasser siehst, das bitte damit befüllen? Habe ich schon. Also Wasser ist auf jeden Fall schon drin. Achso, okay. Okay, gut. Weil das bräuchten wir. Das würde ich auch zuerst reintun, bevor ich das Knochenmehl draufpacke. Jetzt geht die Sonne wieder auf. Und da unten sind Spinnen, aber da sind auch viele Skelette und Creeper. Aber ich habe ein Schild. Dementsprechend sollte das ja nicht klappen. Okay, wir riskieren es mal. Gehe ich mal lieber ins Häusle wieder zurück. Oh, du hast das Tor offen gelassen, Kahn. Sorry. Ist nicht schlimm. Ich tausche das, glaube ich, einfach mal kurz gegen eine andere Axt aus. Dann kann ich den Zombie auch ganz entspannt hier noch beseitigen. Der läuft nämlich gerade über mein Gartengemüse. Blöder. Gibt's ja nicht. Nicht über meinen Weizen, mein Freund. Da kenne ich keinen Spaß. Warum? Oh, Leute, warum lassen die denn alle keinen Faden mehr fallen? Weiß ich nicht. Jetzt ist gleich auch wieder Tag. Das heißt, die Spinnen werden wahrscheinlich hier nicht mehr zu finden sein. Das ist blöd. Okay, Leute. Also, wir haben zumindest ein Bett jetzt mal hinbekommen. Ich denke, in der nächsten Folge werden wir es dann auch mal hinbekommen, ein zweites Bett zu machen. Leute, das war eine weitere Folge Minecraft Loser. Wenn es euch gefallen hat, ich versuche es jetzt nur noch lebend zurück zu schaffen in unsere Base. Und dann war es das mit dieser Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Ja, wir sind heute definitiv ein bisschen weitergekommen. Natürlich mit euren Tipps, selbstverständlich. Mhm. Die sind sehr wichtig für uns, also hört bloß nicht damit auf. Ja, richtig. So, ich bin jetzt auch wieder da und Danja hat auch ein bisschen was gemacht. Das ist sehr gut. Mach das Tor wieder zu. So, Leute, das war Minecraft Loser. Kamera ist leider schon aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Und ich würde sagen, tschö. Tschö. Hey. Oh, Danja, danke. Hä? Jetzt, was denn? Ja, hier kommt Wasser rein. Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Ja, danke. Mann, ey. Danke, Hupsi Daisy. Guck mal, du bist, warum baust guck mal, du dich auch einfach guck mal, irgendwo Daniel, in der Wüste du bist wieder Wüste nur zwei ein. Minuten bist du mit mir unterwegs und schon sorgst du dafür, dass ich bald sterbe. Nein, lass es. Ich muss doch später wieder... Daniel, Sand fällt runter! Ja, echt? Ey, ich schwör's dir. Ich komm jetzt nach oben. Ich bring dich jetzt um. Yo, was läuft? Leute, herzlich willkommen zu dem Minecraft Loser. Und mit Danja selbstverständlich, herzlich willkommen. Hello. Wir sind schön, mittlerweile ziemlich weit beim Minecraft Loser gekommen. Unsere Base sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben sogar oben Weizen und Melonen. Und wir haben es hinbekommen, dank eurer Tipps jetzt vielleicht auch mal, also wir haben das erste Bett schon, aber vielleicht auch mal ein zweites Bett hinzubekommen und die Nacht einfach mal wirklich zu überstehen. Und vielleicht auch mal unser erstes Dorf zu finden, wer weiß. Also die Welt ist mittlerweile auf 680 Blöcke vergrößert, vom Mittelpunkt aus. Mhm. Ich schau mal, ich kann dir, also es fehlt uns nur noch, glaube ich, eine Wolle dann, ja? Weil ich habe jetzt gerade... Ja, könntest du... Ich bring Faden einmal und Wasser. Du brauchst ja Wasser, hat sie mir gesagt. Genau, Wasser für unser Beet hier. Ja, kommt sofort. Also ist es momentan so ein bisschen, hat sich so entwickelt, Danja bleibt in der Base, weil da ist es sicher. Und ich bin ein bisschen unterwegs. Ja, halt auch einfach, weil ich ein bisschen hier die Base mal wohnbarer machen wollte und ein bisschen mehr praktikabel. So sieht's aus. Ja, Wasser packe ich dir hier direkt an, obwohl ich kann das ja oben direkt reinmachen. Ich lasse aber den Eimer dann hier. Mhm, mach das. Eisen kannst du sonst aber auch mit, okay, wo ist es denn? Wo soll ich denn hier Wasser hinpacken? Komm mal hier raus, bitte. Ah, okay. Oh, sehr gut, so, Daniel. Klasse. Hier dann quasi ist ein großes Becken, da kannst du das alles reinpfeifen. Ja, ich weiß nicht, ob das reicht, das Wasser. Ja, tu das mal rein. Ja, ja, sieht gut aus, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob das so... Ja, keine Ahnung. Wir werden sehen, ob es funktioniert. Falls nicht, dann baue ich das hier einfach noch mal ein bisschen um. Ja, das geht ich pack den Eimer aber hier rein, weil ich brauche den jetzt erstmal nicht. Ist bei den Steinen doch, und so drin. Geht. Schild habe ich. Es sieht gut aus bisher. Danja, wo... Ich pack dir... Obwohl, ich kann die Wolle ja gerade selber schnell machen.
Warte, ich mach die Wolle mal selber. Ich habe zweimal Wolle, packe ich mal hier rein. Hatte ich nicht noch einmal Wolle irgendwo? Weiß ich nicht. Also ich glaube nur, dass die letzte Reihe nicht komplett bewässert wird, aber vielleicht mache ich hier dann einfach noch einen Block mit Wasser hin. Ja. Okay, ich werde mal wieder... Hättest du gerade mal noch Wasser? Ich habe den Eimer da gelassen. Du musst das... Okay, du musst dann kann ich ja theoretisch einfach da das rausnehmen und dann... Ja, ich weiß nicht, ob wenn man das da rausnimmt, ob das dann sozusagen zu Lasten von diesem Teich geht, aber probier's einfach mal, ich weiß es nicht. Genau, das, mehr als sonst, ausprobieren kann ich ja nicht. Musst du einmal kurz raus, weil hier beim Canyon ist ja eine Wasserstelle. Ja. Da kannst du sonst hin. So. Ich wo hattest du denn den Eimer reingeräumt? Ich glaube, da, wo die Steine und so drinne sind. Also, wo okay. die Blöcke drinne sind. Gut. Und die Tür hast du auch direkt offen gelassen, die Hintertür? Ach, oh, sorry. Ja, es ist ja Tag. Da ist es gerade nicht so schlimm. Aber ich sehe schon, die Sonne geht, glaube ich, gleich unter. Ist aber überhaupt nicht schlimm, weil dann kann ich mich wieder... Wie mache ich das denn eigentlich mit dem Wasser? Du nimmst jetzt, okay. Mit Rechtsklick nimmst du es auf. Und mit Rechtsklick kannst du es auch wieder sozusagen in eine Stelle hinzufügen. Okay, wir sind jetzt... Okay, nee, das geht auf jeden Fall hier zulasten der Wasserquelle. Okay, das sollten wir dann... Ja, dann müsstest du einmal zum Canyon. Obwohl, nee, das funktioniert auch so, sehe ich gerade. Das dauert halt einfach nur ein bisschen länger. Irgendwo sind auch noch ein paar Knochen. Das kannst du ja zu Knochenmehl machen. Und damit genau. Das war jetzt mein Experiment im Prinzip. Bevor ich das mache, wollte ich das erstmal klären, ob es funktioniert. Aber da das geht, vielleicht sollten wir ist auch, das natürlich vielleicht sollten nett. Wir auch gucken, dass wir, wenn wir unsere zweite Base machen, das an einer Wasserstelle ist. Weil wir zu dumm sind, halt irgendwie, ja... Infinity-Wasser zu machen. Musst du so einen Wasserfall mal machen. Ja, das wäre schon cool. Da brauchen wir, glaube ich, viel Wasser, ne? Weiß ich gar nicht. Okay, so, das Leute. Knochenmehl kann ich ja auch einfach mit Rechtsklick verteilen, ne? Ja, okay, ich sehe es gerade. Ja, genau. Einfach drauf. Okay. So, let's. Ja, also ich hatte nur noch dreimal Knochenmehl, ja, alles aber gut, ist alles jetzt gut. Nicht so schlimm. Reicht jetzt erstmal. Also falls du Skelette unterwegs triffst. Ja, kümmere ich mich drum. Sag denen liebes Grüßchen. Aber guck mal, hier ist auch schon einer. Wenn man das mal vergleicht so, ne? Also ich finde, wir haben uns im Minecraft-Loser schon gut entwickelt bisher. Ich muss auch sagen, also es hat auf jeden Fall schon sehr viel gebracht. Ja. Es hat schon sehr viel gebracht. Also einerseits, weil ich halt sowieso gerade richtig gerne Minecraft spiele, spielt mir das natürlich sehr in die Karten, muss ich sagen. Das ist ja wieder sowas von klar, dass hier keine Spinnen oder sowas sind. Okay, Skelette aber. Ja, klar. Ich glaube, ich packe hier einfach mal noch die... Wir haben ja so Kakteen. Ja. Und ich glaube, wenn man gegen Kakteen läuft, macht das Schaden. Und ich glaube, das macht bestimmt auch Zombies oder so Schaden. Das heißt, ich werde die Kakteen einfach mal vor das Beet da so hinstellen. Ja, mach mal. Auf den Sand. Und das könnte natürlich dafür sorgen, dass aus der Richtung vielleicht dann zumindest keine Creeper mehr oder keine, wie soll ich sagen, ja, keiner mehr keine Kreaturen kommt zumindest. Ja, okay, aber ich kann den nicht normal da hinstellen. Ist natürlich die Frage, ob ich das auch mit einer Spitzhacke wieder vorbearbeiten muss oder nicht. Das werde ich jetzt mal ausprobieren. Okay, ich werde jetzt wieder Richtung Wüste gehen, weil da war es einfach am sichersten bezüglich Spinnen. Also die kann ich halt sehen. Hier im Dschungel ist das immer etwas schwierig. Ach ja, Leute, ganz kurz zur Info. Ich hatte gestern schon angekündigt, diese Woche kommen auch noch Videos. Also wir bleiben auf jeden Fall im Überlebensmodus. Minecraft Loser bleibt so unangetastet. Das bleibt immer ein Format für sich jetzt so. Aber ich möchte auch die Starter-Pack halt nutzen, also die verschiedenen. Und da werden wir dann immer eine Woche überleben. Aber das ist dann nicht in dieser Minecraft Loser-Welt, sondern das ist eine Welt für sich. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Also Minecraft Loser wird hoffentlich so lange gehen, bis wir endlich mal den Enderdrachen besiegt haben. Und das kann ein paar Jahre dauern, gefühlt. Ja. Und natürlich sind hier wieder keine Spinnen. Also ich kann die Kakteen nicht anpflanzen. Ich würde das mal eben googeln.
Ja, mach mal. Also hier sind auch viele Kakteen, die kann ich sonst auch mitnehmen. Also, und die können wir dann bei uns da anbauen. Ich glaube, dafür brauchst du da drunter Sand dann, ja. Ja, ich mache das gerade auf Sand die ganze Zeit. Okay. Ja, war klar, wieder kein Faden. Lediglich einen Kaktus bringen. Krieg die Krise. Okay, ich muss ein bisschen was loswerden. Kakteen können nur auf den beiden Sandvarianten angepflanzt werden, aber das ist doch Sand. Jetzt. Ah, okay. Keine Ahnung, warum das jetzt hier ging und dann nicht. Hat's geklappt? Ja, an einer Stelle, aber ich weiß nicht genau warum. Irgendwo hängt hier schon wieder irgendwo ein Zombie rum, aber... Hä? Ich hab mich doch geschützt. Was bist du denn? Ich hab mich doch geschützt! Mann! Ja, keine Ahnung, warum das an einigen Stellen nicht geht, aber an einigen Stellen geht's nicht. Okay, vielleicht ist es wichtig, was sozusagen in der Umgebung ist, kann das sein? Obwohl, guck mal, nö, auf hier Ton und so. Obwohl, ich glaube, das ist auch Sand. Ja, der wird dann vielleicht einfach nicht so wachsen, ne? Kann ich mir vorstellen. Kann sein. Mann, wo sind denn die Spinnen? Och, Tanja. Da bist du einmal raus. Ich glaube, der hat mich gegen meinen eigenen Kaktus auch noch geschossen. Ja, aber du musst auch zwischendurch was essen und so, ne? Ja, ich weiß. Ich habe das vergessen. Ja, klasse. Aber gut, du warst an der Base wahrscheinlich. Schlimm. Ich war ja an der Base, ja. Gut. Deshalb, das ist jetzt nicht so dramatisch. Gut, sehr gut. Ich hatte erstens nicht so viel eingesteckt. Ich war an der Base. Alles ist gut. Aber das ist, das ist jetzt hier alles kein Problem. Kann echt nicht sein, dass hier halt keine Spinnen sind. Gar nichts. Das ist so komisch. Und hier sind schon wieder gar keine Spinnen, gar nichts. Ach doch, hier. Das gibt's ja nicht. Ich brauche noch. Ah, perfekt, hier sind sogar zwei. Ich hoffe, kann man auch einen Faden finden. Also ja, die machen auf jeden Fall Schaden. Ich weiß halt nicht, ob die mir nur Schaden machen oder den Monster noch. Perfekt. Okay, ich muss nur noch... Oh, ich habe glaube ich vier. Okay, dann ja. Ich glaube, wir können tatsächlich nach, ich weiß nicht, wie viel Tagen, wahrscheinlich nach 10 Tagen hier in Minecraft, endlich mal ein Bett bauen, ein zweites Bett bauen. Oh, Wahnsinn. Und damit können wir endlich mal ein bisschen auf die Suche nach einer, oder wir können eine neue Base vielleicht auch mal bauen. Mhm. Aber schauen wir mal. Okay, warum bin ich jetzt hier so langsam? Okay, ich komme jetzt gerade zurück. Mhm. Auch zwischendurch ein paar Skelette gesehen, die ich jetzt vielleicht auch nochmal mitnehmen werde. Okay, let's go! Also in der 8. Folge hat es dann jetzt, glaube ich, auch mal geklappt. Gut, hätten wir es vorher gewusst, dann hätten wir das mit den Spinnen wahrscheinlich schon vorher gemacht. Aber ist okay. Ja, aber wir haben es halt nicht gewusst. Ja. Wir haben es halt nicht gewusst. Kann man uns jetzt auch nicht vorhalten. Ich bin jetzt auch bei der Base zurück dann, ja? Mhm. Schön. Schön, schön. Dies, das. Ja, vielleicht müsstest du Zaun auch vor... Ja, ist nicht schlimm. Okay, so, dann habe ich das auch. Dann schnappe ich mir die Wolle. Und dann ja, ist es soweit. Kriegen wir jetzt endlich ein Bett. So, ich schlafe. Wahnsinn, ich auch. Oh, Leute, wir haben es endlich geschafft. Endlich dürfen wir schlafen. Endlich dürfen wir schlafen, oh. So. Okay, so, und das heißt, wir können jetzt immer schön hier... der Gefahr aus dem Weg gehen. Und ich werde schön ein bisschen weiter erkunden. Und das Gute ist, die Betten sind jetzt Spawnpunkte, wenn wir sie da lassen. Das bedeutet, wir spawnen bei unserer Base, wenn mal was ist. Wenn wir sterben, genau. Das heißt, es macht natürlich Sinn, dass unsere Kisten da sind mit Equipment, sage ich jetzt mal. Ja. Und ich
Ich habe das Gefühl, da hinten, Leute. Ich weiß, ich mache immer wieder den gleichen Weg. Okay, ich werde es jetzt riskieren. Ich werde jetzt gegen einen Enderman kämpfen. Warum machst du das denn? Mir wurde ein Tipp geschickt, um gegen Enderman zu kämpfen. Warte kurz. Okay. Ich warte kurz, ich will das kurz dir vorlesen. Aber der haut auch immer wieder ab. Das ist komisch. Ja, jetzt warte doch mal. Ja, der haut immer wieder ab. Ich kann den nicht... Der entkommt mir immer. Ich glaube, nachts greifen die dich an, aber du sollst ja eine Base bauen, wo du den Enderman schlagen kannst, aber der Enderman nicht dich. Ja, ich glaube, also wie gesagt, tagsüber, der scheint mir jetzt immer zu entkommen. Ich glaube, nachts greifen die dich an. Kann das sein, Leute? Kann ich glaube zwar nicht, aber das ist meine wilde Theorie gerade. I don't know. Okay, also, ich will jetzt auch mal wieder ein bisschen losgehen, weil ich war nämlich lange nicht mehr in der Welt hier unterwegs. Ich habe ja nur am Häusle gebaut. Die hat sich ja auch deutlich vergrößert zum letzten Mal bei dir. Was? Ja, die Welt hat sich ja vergrößert. Bei, also definitiv. Also ich glaube, ich habe ja 3 oder 4 Tag-Nacht-Zyklen. Oh mein Gott, es ist soweit. Es ist soweit. Dann ja, ich glaube... Hast du ein Dorf? Ja, in ein paar Tagen haben wir definitiv ein Sanddorf. Also es ist noch in weiter Entfernung. Oh, aber ich kann es sehen. Da hinten ist es. Und ja, also es ist auf jeden Fall da. Das ist schön. Das gehen wir dann direkt erstmal ausrauben. Ja, mal schauen. Also wir können uns auch Freunde machen. Wir können auch unsere Base da im Dorf bauen. Alter, ich habe die so schön verschönert, aber ich sehe dich da. Ich komme mal zu dir. Ja, also wenn du hier zur Grenze gehst, siehst du sozusagen da hinten, wenn du deine Sichtweite eingestellt hast, dass du das auch da sehen kannst. Ja, dann ist das schon schön. Dann ist das schon schön, Leute. Okay, wir haben unsere Betten geschafft. Ich würde ganz gerne jetzt natürlich mal schauen, ob wir vielleicht so ein paar Fischis... Aber jetzt mal ehrlich, wie viele Tage hat das jetzt gebraucht? Ja, also wir haben schon lange gebraucht, Anja, ne? Muss man halt schon sagen. Mhm. Oh Mist, jetzt habe ich den Eimer zu Hause vergessen, sonst hätte ich hier direkt... Dumm. Ah, hier hast du, glaube ich, Steine oder so weggeschmissen vorhin, kann das sein? Kann sein, ja. Da lagen welche rum. Okay. Also ich würde ganz gerne vielleicht... Ja, ich habe zwar... Hello. Das und das. Ja, doch, sollte eigentlich klappen. Ich baue mich mal ein bisschen runter dann, ja? Okay. Nur ganz gerne. Vielleicht schaffen wir es ja auch mal, Diamanten zu finden in dieser Welt. Schaufel habe ich auch. Perfekt. Ist das eigentlich immer so, dass wenn man sich runterbaut, irgendwann Diamanten kommen? Nicht müssen, nein. Okay. Sie müssen nicht kommen. Ja, der sein können, dass wenn man also lange die Wahrscheinlichkeit steigt halt, ne? Hm. Oh, ich habe aber keine... Oh, ich bin doof. Danja, hast du Kohle zufällig dabei? Nein, ich habe 14 Fackeln. Ja, kannst du mir die vielleicht hier runterwerfen? In dein Loch? Ja, kannst du mir die runterwerfen hier? Bitteschön. Ja. Das war nur eine. Okay, warte. Oh ja, Entschuldigung. Und du bist runtergefallen. Ja, ich weiß. Hier fangen. So. Ich baue mich hier mal wieder hoch. Kommst ja, du dann? Mach das. Kannst du den Weg dann auch nehmen wieder? Dankeschön. Autsch, da war's. Hey! Oh, Danja, danke! Hä? Jetzt, was denn? Ja, hier kommt Wasser rein! Oh mein Gott, das wusste ich nicht. Ja, danke. Mann, ey. Danke, Hupsi Daisy. Guck mal, du bist, warum baust guck mal, du dich auch einfach guck mal, irgendwo Daniel, du in bist der wieder, Wüste nur 2 Minuten bist du mit mir unterwegs und schon sorgst du dafür, dass ich bald sterbe. Ja, aber warum baust du dich auch irgendwo in der Wüste ein, in einem Wasserloch? Hau einfach ab, bitte. Ich will ja schon gehen, Mann. Okay, wie soll ich denn hochkommen, wenn ich mich nicht rausbauen darf? Zu viele. Soll ich fliegen? Viele Sachen hier gerade dabei, das ist nicht gut. Ich baue dich einfach ein. Ich baue einfach dich. Nein, lass es. Ich muss doch später wieder. Dann ja, Sand fällt runter. Ja, echt? Ey, ich schwör's dir, ich komme jetzt auch um. Ich bring dich jetzt um. Nee, doch, mach ich jetzt. Nee, machst du nicht. Doch. Das kann ich dir aber versprechen, dass du das nicht machst. So, tschüss, gute Nacht. Viel Spaß beim Rauskommen hier. So,
Adios, amigos. Ich muss jetzt mal abhauen, sonst tötet mich Kahn. So. Ein bisschen Geschwindigkeit mal aufbauen. Kahn? Kahn? Sag ich ehrlich, bisschen Angst habe ich ja jetzt schon. Kahn hat eine bessere Rüstung als ich. Redest du jetzt nicht mehr mit mir? Redet er jetzt einfach nicht mehr mit mir? Echt jetzt? Echt jetzt? Da ist er! Och, hast du jetzt gerade mit einem Pfeil auf mich geschossen? Ist das dein Ernst? Also das muss ja jetzt echt nicht sein, ne? Kahn, jetzt mal ganz ehrlich, das finde ich ist jetzt ein bisschen Pfeilverschwendung. Und vielleicht solltest du deine Emotionalität mal ein bisschen in den Griff kriegen, ne? Also jetzt mal unter uns gesprochen, das ist nicht gut. Das ist echt nicht gut. Kahn, guck mal. Ich verstehe das, dass du wütend bist. Aber wir sind hier ein Team. Und das, was du hier gerade machst, finde ich echt nicht in Ordnung. Ey, jetzt hörst du aber mal auf hier. Sag mal, was soll denn das? So, jetzt kann ich widersprechen. So. Also das fand ich jetzt nicht okay, Kahn, muss ja, ich ganz ehrlich sagen. Ich find's voll okay, weil das, was du gerade abgezogen hast, das geht gar nicht, okay? Boah, Mann, ich hab ja dann das Wasser wieder weggemacht. Ja, aber ne? Danach trotzdem, also, du hast immer noch weitergemacht. Ja, bist du gestorben? Trotzdem. Bist du gestorben? Trotzdem. Ich frage dich, Kahn, bist du dadurch gestorben? Trotzdem. Bist du nicht? Trotzdem. Ich habe einfach nur ein bisschen Sand da drauf gebaut. Jetzt entspann mal ein bisschen deine Situation. Das war das letzte Mal, dass du das gemacht Mann, hast. Mann, ey. Ja, weiß ich nicht. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das das letzte Mal war. Ich sammle hier noch das ein, was ich gebrauchen könnte von dir. So. Na, genau. Zuckerrohr. Hier noch ausrauben. So, jetzt ist okay. Wir sind jetzt quitt, okay? Nee, eigentlich nicht. Ja, gut, vor dir brauche ich sowieso keine Angst haben. Das ist das Gute. Ja, toll, weil du dir die Rüstung gebaut hast, weil du es für dich viel wichtiger erachtet hast. Ja, weil ich war auch draußen. Aber das sage ich dir, das habe ich jetzt gelernt. Ja, das habe ich jetzt gelernt. Ja, ist auch okay. Ist auch okay. Du hättest mich nicht nerven sollen. Weißt du was? Ja, weißt du was? Ich glaube, ich raub gleich unsere Base aus und baue mir eine eigene. Ja, mach das ruhig. Irgendwo versteckt. Mach das ruhig. Ja, ich baue mir jetzt eine eigene. Versteckt. Ja, mach das. Dass du sie mir nicht wegnehmen kannst. Dann mach dieses Projekt halt kaputt. Ich mach das Projekt nicht kaputt. Du machst es kaputt, weil du mich jetzt... Ich hab dich nur ein bisschen geärgert und du musst mich direkt töten. Ja. Muss man so sagen, du hast mich mit Pfeilen verfolgt und erschossen. Erschossen. Und dann hast du noch die Dreistigkeit zu behaupten, dass wir jetzt quitt sind, weil ich dich ein bisschen geärgert habe. Ja, also, sorry, du hast das schon extra gemacht. Ja, natürlich, aber du hast mich ja auch extra erschossen, oder nicht? Ja, aber danach erst. Du hast halt einfach direkt vollkommen übertrieben. Danach aber erst. Ja, du hast halt vollkommen übertrieben. Ja, ist so. Kann ich mitleben. Aha. Ich hab dir gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen und du hast es wieder hinbekommen. Du warst nur 2 Minuten bei mir und du hast mich wieder in eine Gefahr gebracht, die ich davor alleine über Stunden nicht hatte. Ja, es ist ja, was, nur dein Problem, ne? Ja, genau. Ja, und das Problem habe ich einfach behoben. Das Problem hast du eben nicht behoben, weil jetzt bin ich ja auch noch sauer auf dich. Ja, gut. So schlimm finde ich das jetzt nicht. Ja, ich finde es schon recht schlimm. Weil da sieht man halt mal, was du für ein Mensch bist, ne? So, naja, ich werde jetzt halt einfach mal die erwachsenere Person sein und mich nicht an dir rächen. Gut, Danja, kannst du mal bitte jetzt schlafen? Nö. Danja, los jetzt! Mann, wir wollen zum Dorf, entspann dich. Jetzt mach schon. Du kannst doch gleich weitermachen, du musst doch einfach gerade nur kurz ins Bett. Och, Danja, los jetzt. Ja, okay, mach dir deine Goldrüstung, habe ich kein Problem mit. Los jetzt. Ich mach mich jetzt bettfertig, Kahn. Ja, ist okay. Lass mich jetzt mich bettfertig machen. Ist okay. Ich glaube, ich guck noch mal kurz nach unseren Gewächsen. Oh, Danja, los jetzt. Ja, guck mal, unser Weizen hier, der wächst und gedeiht echt schön. Ja, ist doch schön. Lass mich in Ruhe, geh weg. Jetzt komm, ab ins Bett.
Los jetzt. Danja, los jetzt. Ich könnte man hier den Weg theoretisch noch mal ein bisschen verbreitern, ne? Das würde eigentlich. Danja, Mann, jetzt mach schon! Vielleicht sollte ich die Melone hier oben. Okay, gut. Mal wegmachen. Sie möchte es nicht anders. Ist okay. Ist in Ordnung, dann kämpfen wir halt. Wir kämpfen darum, wer schläft. Geh doch. Ja, siehst du? Guck. Ich weiß nicht, was dein blödes Problem ist schon wieder. Ich habe nur nach unserem Gemüse geguckt. Ja, aber du hast das extra gemacht. So, jetzt kannst du wieder machen, was du willst. Draus machen, ey. Ich habe dich noch nicht mal angegriffen. Ja. Chill mal. Du machst aus allem direkt ein Problem. Ich habe dich doch gar nicht angegriffen. Ja, du hast aber direkt wieder ein Problem draus gemacht, dass ich mich hier einfach nur ganz entspannt mal Bett fertig machen wollte. Du hast meine Kekse weggeklaut. Ich finde das alles einfach ein bisschen frech, muss ich ganz ehrlich sagen. Na gut, die Kekse können wir uns ja wieder aufteilen. Nö. Ja, du bekommst... Lass mich, ich brauche deine doofen Kekse nicht. Du hast auch mein Schild hast du wahrscheinlich auch eingesammelt. Nö, da war kein Schild. Ich glaube, das ist dann verloren. Na, super. Danke dafür, Kahn. Das war echt super zielführend, was du da gemacht hast. Mega mäßig. Bitteschön. So, ich muss mich jetzt aber wieder ein bisschen einbauen. So. Dafür muss ich aber auch ein bisschen was loswerden. Also ich brauche... Das brauche ich nicht. So, gehen wir jetzt mal zu dem Dorf oder was? Ja, aber ich glaube, da kann man noch nicht hin. Wir können aber gerade mal gucken. Ja, zumindest Wasser kann ich mir ja einsammeln an der Stelle da. Und ja, töte mich jetzt nicht wieder, weil du irgendwie, keine Ahnung, dich nicht unter Kontrolle hast oder so. Ja, ich lass dich in Ruhe, ist okay. Was kann ich hier hin? Was kann da hin? Bisschen da, ein bisschen da. Davon, das brauche ich eigentlich gerade nicht. Ich werde hier mal ein bisschen Keramikzeugs mitnehmen, weil. Ja, mach das. Alles gut. Keramik. Kann man schöne Blöcke mitbauen. Okay, wo bist du hingelaufen? Na, in Richtung dieser Wasserstelle wieder. Okay, also hinten raus. Oder war das nicht da? Doch, ja. Doch, alles gut. Also hinten raus. Ja. Das war doch da, oder nicht? Da warst du doch vorne. Ja, ja. Ja, ich glaube, das Dorf, das können wir erst in ein paar Tagen erreichen. Ich glaube, heute in der Folge werden wir es noch nicht erreichen. Oh, Mann. Ich dachte. Ja, aber habe ich dir doch gesagt? Ja, aber ist doof halt, ne? Ja, sorry. Sorry. Was machen wir denn dann heute? Was ist denn dann heute unser Ziel? Ja, mein Ziel war es ja... Wir haben ein Bett, wir haben eine Base... Also ich wollte ja eigentlich ganz gerne über die Folge jetzt mich ein bisschen runterbauen, aber das ist ja fehlgeschlagen. Ich würde das aber jetzt vielleicht machen. Aber warum willst du das in der Wüste machen eigentlich? Ja, okay, wir machen das jetzt wie folgt. Ich gehe jetzt nochmal zurück zur Base. Ich würde jetzt nochmal 10 Minuten nutzen, um mich bei der Base runterzubauen. Bei der Base? Ja, also nicht direkt in der Base, aber bei der Base. Okay, weil wenn du da, ja, macht schon Sinn. Ich, ja. Weil wenn was sein sollte, dann kann ich halt schnell zurück in die Base. Mhm. Und dann könnte ich mir gegebenenfalls vielleicht auch, ja, ich mach's wie folgt. Ich guck mal, ob wir noch genügend Eisen haben, weil dann würde ich mir vielleicht eine Eisenspitzhacke bauen, weil falls Nein, ich wir haben nicht mehr genügend okay, Eisen. Alles klar. Wir brauchen mehr Eisen, aber ich habe gesehen, du hast Roheisen mitgebracht. Ja, aber ich glaube auch nur ein. Also dementsprechend baue ich mich erstmal runter, um Eisen zu finden und dann vielleicht auch Diamanten. Und wir müssen auf jeden Fall ins Dorf, um zu schauen, was wir da vielleicht auch tauschen können. Ja. Ich schaue nochmal. Also, ich habe einmal Roheisen. Ja, wir brauchen Eisen auf jeden Fall. Ich habe genügend zu essen.
Ich nehme noch die Hühnchen mit. Okay, ich mache das jetzt wie folgt. Wir bauen uns jetzt hier oben mal. Und jetzt hier oben mal runter. Ja, komm, jetzt muss hier noch runterfallen. Ich weiß. So, ich glaube jetzt. Ja. Perfekt. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir bisher noch in gar keine Richtung ein Dorf finden können, ehrlicherweise. Ja, aber wir haben ja jetzt eins gefunden. Ja, aber dass wir da noch nicht hinkommen, meine ich. Dafür ist die Welt einfach schon irgendwie zu groß. Ja, so groß ist sie dann auch noch nicht, muss man sagen. Also für uns kommt es jetzt ziemlich groß vor, dann ja, aber im Endeffekt, wenn wir jetzt bei Minecraft normal wären, sozusagen, dann hätten wir ja nur, sag mal, ein paar Minuten geradeaus laufen müssen, dann wären wir ja schon da gewesen, weißt du? Ja, natürlich. Trotzdem, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Okay, also wir haben schon hier. Okay, ich bin jetzt schon vom Sandstein fast weg. Ich habe jetzt auch schon meine Bruchsteine, sehr gut. Also wir machen uns hier so unsere eigene Mine. Khan sagt wir, aber er meint, er baut selber. Ja, aber im Endeffekt kannst du dann hier später auch rein. Und wenn ich dann vielleicht... Wenn du was findest. Ja. Weil mit einer Sandmine, bin ich ganz ehrlich, kann ich in der Wüste jetzt nicht so viel anfangen. Ja, das stimmt. Wir haben auch noch keine Kohle oder so gefunden. Okay, so weit unten, muss ich ehrlicherweise sagen, bin ich ja auch noch nicht. Weil wir waren ja auch ein bisschen weiter oben. Ich bin jetzt gleich bei Diorit angekommen. Das hilft mir jetzt aber auch nicht wirklich weiter. Okay, wir haben wieder Kupfer. Man muss halt auch sagen, dass unsere Base ein bisschen erhöht steht. Das bedeutet, ja, du musst sowieso ein, ja, Stückchen weiter, ja, buddeln als, ja, sowieso. Ja. Ich bin schon relativ weit unten, muss ich sagen. Und denk dran, in der Base sind auch ganz viele... Spitzhacken und so. Ja, ja, hatte ich mir ein paar mitgenommen, aber ich muss gleich wahrscheinlich wieder zurück. Aber die Folge ist für heute gleich auch schon wieder durch, merke ich gerade. Da hinten brennt's. Aber da kommen wir noch nicht hin. Und hier baue ich mal ein bisschen Bambus ab, weil mit dem kann man nämlich ganz hervorragend und ganz einfach Stöcke machen. Ich habe jetzt Kupfer gefunden, aber das bringt uns eigentlich gar nichts. Ja, Leute, Daniel, ist es eigentlich schon Nacht wieder draußen? Nein. Noch nicht, okay. Es ist noch schön Tag. Okay. Es ist noch hellichter Tag, du kannst hier noch ein bisschen dich einbuddeln, Khan. Ja, mache ich mal. Es wäre cool, wenn ich irgendwo mal reinkommen könnte. Also bisher, bis auf Bruchstein, habe ich hier gar nichts gefunden. Und Kupfer. Ja. Wir haben uns ja auch schon mal in der Base runtergebaut. Ja, aber es kann halt sein, dass man einen Block, ich sag mal, tiefer hätte gehen können und dann hätte man was gefunden. Das weiß man halt bei Minecraft nie. So, aber ich denke, für diese Folge soll es das gewesen sein, Leute. Ja, ich bin jetzt... Perfekt, ich bin jetzt in nur so einer Art Schlucht. Ja, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das ist gut, das gefällt mir. Perfekt. Perfekt, sehr gut. Okay, ich habe jetzt hier auch... Was ist das denn? Okay, bin jetzt hier in so einer Art... Alter! Schlucht? Ich habe ein Dorf gefunden. Ja, wo? Oh mein Gott, ich habe ein Dorf gefunden. Ich hab's gewusst.
Ich habe es einfach gewusst. Wo im denn? Dschungel. Sehr Dschungel. Gut, Danja. Gut, das sparen ich wir uns dann. Ich habe ein Dorf gefunden. Danja, das sparen wir uns dann für die nächste Folge auf. Ja, ich gehe mich hier nochmal schnell sicher hin. Ich habe ein Dorf gefunden. Sehr gut. Okay, Leute, das war's. Wir haben ein, oder Danja hat ein Dorf gefunden, sehr, sehr gut, im Dschungel. Und ja, schauen wir mal, was uns das Dorf so bringt bei Minecraft Loser. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschö. Tschö. Oh mein Gott. Danja. Weißt du, was ich gefunden habe? Was denn? Ich habe Diamanten gefunden. Geil. Yes. Und wir haben unseren ersten Diamanten, Leute. Na super. Bitte nicht sterben jetzt, Khan. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich glaube, ich werde hier sterben dann, ja. Yo! Was läuft? Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Minecraft Losern mit Danja. So, hallo Danja, du hast ja beim letzten Mal endlich mal was gefunden, wonach wir lange gesucht haben. Ich habe ein Dorf gefunden, meine lieben Freunde der Sonne. Und wir haben ja wirklich nicht mehr daran geglaubt, dass das noch passieren könnte. Aber wir haben ein Dorf. Es ist ein komplettes, vollständiges Dorf mit Bewohnern, bis auf ein Haus. Es ist auch alles innerhalb des Bereichs. Hier wird angebaut. Wo bist du denn hingegangen, dass du dieses Dorf gefunden hast? Ich bin dahin gegangen, wo ich schon die ganze Zeit erzähle, dass wir da mal hingehen sollen, aber du dich ständig dafür entscheidest, in die Wüste zu gehen. Ich bin in den Dschungel gegangen. Ja, dann macht. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Nur weil du dich selber nicht getraut hast? Nein, ich habe mich schon getraut, aber du hast immer dagegen gesprochen und jetzt habe ich es einfach gemacht, ohne dich zu fragen. Habe ich gar nicht. Doch. Ich habe gesagt, wir müssen dringend mal in den. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir noch kein Dorf haben. Ja, aber das kannst du doch alleine machen. So, aber und jetzt hast du es mal alleine gemacht. So, und es hat sich gelohnt. Ich habe jetzt ein Dorf gefunden, großartigerweise. Und hier sind theoretisch auch ganz, ganz viele Betten. Ich suche jetzt hier gerade mal, ob ich hier auch einiges finden kann, was uns was bringt. Hier ist zum Beispiel so ein bisschen wie so eine Mine. Oder, also keine Mine, aber hier geht es halt recht tief nach unten. Da könnte man vielleicht mal graben. Das könnte sich ja vielleicht lohnen. Dann ist da so ein Tisch, wo man die Rüstung aufwerten kann. Aber ich habe jetzt noch keine Truhe gefunden, wo ich mir was raussnacken kann. Guck mal nach einem Schmied, weil da ist immer sozusagen viel drinne. Also ich muss sagen, ich habe mich jetzt hier runtergebaut. Bisher bin ich da überhaupt nicht erfolgreich. Also hier ist so ein Beet, so ein Blumenbeet. Das finde ich eigentlich ganz schick. Hier ist auch so ein Eisengolem in der Stadt. Ja, den darfst du nicht angreifen, ne, weißt du. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, was das ist hier auf dem Beet, aber das sieht echt gut aus. Ich will auch ein Beet so bauen. Ja, also ich muss sagen, hier, wo ich mich runtergebaut habe, habe ich einfach gar nichts gefunden. Also Smaragd hast du nicht zufällig, oder? Nein, habe ich noch nicht gefunden. So, jetzt ist auch hier mein... Gut, ich komme mal nach oben. Aber zu welcher Seite bist du denn gegangen vom... Vom Dschungel. Von der Base. Ich bin dahin gegangen, wo dieser Fluss auch ist. Also nach, wenn du vor der Base stehst, müsste das rechts. Also ich bin quasi erst durch die Wüste bis nach ganz hinten an den Rand vom, es ist wirklich ganz am Rand von der Map. Ganz am Rand, da ist direkt an dem Dorf ist quasi die Grenze. Und ich bin dann quasi an der Grenze lang gegangen, an dem Fluss, bin ich einfach runtergeschwommen. Und dann habe ich hier das Dörfchen gefunden. Ja, schön. So, jetzt werde ich hier mal schauen. Ich glaube... Jetzt habe ich hier einen Strohballen gefunden. Hast du gerade gerülpst? Ja, ich musste aufstoßen kurz. Aber ich habe jetzt nicht mega krass ins Mikro gerülpst. Oh, schade. Ja, nächstes Mal mache ich's. Okay, dann bleib ruhig über Nacht im Dorf, wenn es da ein Bett gibt. Ja, da gibt es ganz viele Betten. Also irgendeins werde ich mir dann einfach nehmen. Ja, dann bleib da am besten da. Du kannst aber die anderen am besten dann auch... Mitnehmen, ja. Weil die können wir dann sichern. Und dann, falls wir eine neue Base bauen... Haben wir genug Betten. So, ich werde jetzt nicht Richtung Wüste gerade gehen, weil das Wüstendorf ist noch in weiter Entfernung. Wie gesagt, ich wollte mich eigentlich runterbauen, aber ich muss halt sagen, dass ich sehr enttäuscht wurde. Ich bin noch... Also ich denke darüber nach, vielleicht tatsächlich nochmal Richtung Mine zu gehen. Mhm. Weil wie gesagt, da haben wir viel Eisen und jegliches. Und ich glaube, ich werde mich das auch nochmal... Also ich werde es definitiv nochmal versuchen. Das können wir hier alles nochmal hinpacken. Das brauche ich alles nicht.
Das packe ich mal hier hin. Also ich kann halt hier theoretisch, irgendwie steht hier halt so Waffen aufbessern und so. Aber da bräuchte ich jetzt halt irgendwie Eisen wahrscheinlich oder sowas. Da habe ich jetzt halt keins dabei. Aber hier sind, also hier ist keine Truhe leider in dem Dorf, in keinem Haus. Ist da kein Schmied? Doch, aber bei dem Schmied ist keine Truhe. Ah, okay. Das ist komisch. Hast du da mal reingeguckt? Da ist keine Truhe. Okay. Ich muss mir jetzt ein bisschen was zu essen mitnehmen. Das habe ich jetzt gemacht. So, ich habe jetzt mal alle Betten geholt. Jetzt hat das Dorf keine Betten mehr. Ja, korrekt. Aber da muss ich jetzt leider mal an uns denken. An unser Überleben. Ja, ist okay. Hier ist so ein Blumenbeet irgendwie. Das finde ich auch ganz süß. So mit Eisenholzfalltüren gebaut. Das gefällt mir so gut. Das baue ich direkt mal ab. Ja, du musst aber auch dann die Platte mit abbauen und so, ne? Ja, ja, ich baue hier gerade alles ab. Das ist halt so mit Falltüren und ja. Raubst hier das ganze Dorf aus, ey. Naja, was soll man denn sonst machen kann? Wir müssen ja auch gucken, wo wir bleiben, wa? Also nett ist das ja jetzt nicht, ne? Naja. Nett ist das überhaupt nicht. Hab ich ja auch nicht behauptet. Oh, 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 oh. Das war sehr, sehr knapp. Okay. Also ich bin jetzt nochmal hier in der... Oh, jetzt hier wieder Mini-Zombie oder was? Mini-Zombie? Was ist denn ein Mini-Zombie? Ja, es gibt auch so... Es gibt auch Baby-Zombies, aber die hast du noch gar nicht gesehen, ne? Nee, hab ich noch nicht gesehen. Okay, ich versuche jetzt mal... Also hier regnet's, weil das ist ja, wie gesagt, im Wald. Ja, ja, ist normal. Habe ich keine... Oh, ich bin so blöd. Ich schwör's, warum habe ich keine Fackel mitgenommen? Ich werde jetzt mal, glaube ich... Ich gucke hier nochmal ganz kurz in die Richtung weiter. Was ist das denn hier? Ah, einfach nur hohes Gras. Okay. Ich werde hier... Ah, hier oben geht's noch weiter, das Dorf. Ah, das geht noch auf so einen Berg. Das ist richtig groß. Das habe ich gar nicht gesehen zuerst. Okay. Hier kann ich einfach noch hoch. Voll gut. Dann gucke ich hier mal noch oben auf den Berg drauf. Okay, hier ist ganz viel Kupfer. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Was ist das denn schon wieder hier, Mann? Okay, hier oben geht's noch weiter. Was ist eigentlich deine Mission, Khan? Ich versuche gerade. Ich werde wahrscheinlich gleich wieder sterben. Ja, war klar. Warum gehe ich da immer wieder rein? Ich schwöre, warum gehe ich da immer wieder rein? Wo warst du denn jetzt? Was habe ich eben die ganze Zeit gesagt, Danja? Weiß ich nicht. Ja, also, dann frag auch nicht. Es ist laut wie Sau hier. Es regnet. Ich kann froh sein, wenn ich mich selber höre. Ich bin so blöd. Ich gehe da auch nicht mehr rein. Also mit dieser Ausrüstung, das war jetzt das letzte Mal, dass ich da reingehe. Warst du jetzt schon wieder in der Mine? Ja. Also ich bin mir sicher, obwohl ich nicht mal wusste, dass du in der Mine warst, würdest du trotzdem noch einen Weg finden, mir die Schuld dafür zu geben, dass du in die Mine gelaufen bist. Nö, diesmal war ich dran selber schuld. So, es wird auch dunkel und ich glaube, diese Nacht werde ich definitiv hier zu Hause bleiben. Huch. Huch. Also ich guck mal, was oben so los ist. Keine Ahnung wo, aber irgendwo sind hier definitiv Zombies, aber ich weiß nicht wo, ich höre sie einfach die ganze Zeit nur. Wahrscheinlich irgendwo in diesem Berg hier drin. Oh, damit kann man sie nicht abhauen. Ich bin blöd. Okay, Danja, sollen wir dann schlafen vielleicht? Ja, warte, ich habe hier gerade noch ein... Du bist ja safe, oder? Gerade. Ja, aber trotzdem, kannst du jetzt mal schnell machen, ich möchte spielen. Ja, ich weiß nicht, wo ich hier gerade reingelaufen bin, aber ja, ich leg mich hier mal eben hin. Ich bin so blöd, ich bin so blöd.
So, okay. Das. Mein Spawn ist jetzt natürlich hier im Dorf, ne? Ja, gerade, genau. Also, wenn du sterben solltest, spawnst du im Dorf. Mhm. Okay, ich habe jetzt hier einen Schmelzofen. Keine Ahnung, was ich da machen kann damit. Wenn wir natürlich einen Tempel finden würden, wäre es natürlich noch besser in der Wüste. Da ist zwar unten eine Falle, aber ich weiß, wie wir das umgehen können. Hast du denn einen Tempel gefunden? Bisher nicht, nein, aber man findet halt. Achso, es klang gerade so. Also man kann einen finden auf jeden Fall. Also hier ist halt einfach nur so ein Schmelzofen gerade. Leute, mal ganz ehrlich, habt ihr Tipps für diese Mine? Wie wir da überleben ohne... Ja, ohne dass ich jedes Mal da sterbe, weil also... Also, ich sag mal so, dass ich ein Dorf gefunden habe, ich freue mich. Allerdings ist das... Gibt jetzt nicht so viel her. Ja, das, also es wäre halt gut gewesen, hätten wir das Dorf. Das ist natürlich klar, dass wir das Dorf genau dann finden, wenn unsere Betten fertig sind. Ja, natürlich. Also natürlich besser gewesen, hätten wir sie vorher gefunden, weil dann hätten wir die Betten da uns schnappen können. Ja, das Sanddorf, das ist noch sehr weit weg. Also da müssen wir echt noch ein bisschen warten. Sehr weit weg. Ja, ich laufe mal ein bisschen an der Grenze entlang und gucke mal, ob ich hier und da vielleicht... Hm. Oh, hier ist eine Katze, die sieht aus wie Kiba. Schön. Ist ich weiß das nicht. Süß. Sonst kannst du mal versuchen. Ich versuche sie mal mit Fischi Fischi anzulocken. Genau. Ich glaube mit Fisch, sonst google mal. Dann kannst du diese Katze auch bei dir behalten. Komm mal her. Und dann kannst du sie in die Base, kannst du die Tür zumachen und dann bewacht sie unsere Base. Ja, das, ich weiß nur noch nicht, wie ich das quasi mache, weil die rennt ja jetzt die ganze Zeit nur von mir weg. Jetzt schreit mich meine dreifarbige Katze auch noch an. Okay, ich riskier's. Okay, es hat geklappt. Okay, sehr gut. Sehr gut. Oh, hier, oh, was ist das denn? Ich habe ein Paradies hier für diese Leuchtbären gefunden. Hallo? Oh, ja, war klar. Hä, warum? Ich weiß nicht so richtig, wie ich die halt mit dem Fisch... Ich habe zwar rohen Lachs, aber ich weiß nicht, wie ich die jetzt zu mir locke. Ja, geh mal zu ihr und fütter sie. Guck mal, ob du die damit füttern kannst. Das Problem ist, die läuft halt weg. Ich kann sie halt schlagen damit, aber das will ich ja überhaupt nicht. Das ist ja überhaupt nicht in meinem Interesse. Komm mal hier, du kleines Baby. Kiba, du bist gerade nicht gemeint. Ich weiß, mein Kätzchen. Okay, warte mal. Katze Minecraft. Diese Schlucht sieht schon sehr interessant aus. Ja, kleine Kiba. Aber ich bin natürlich... Oh, ich habe hier Gold gefunden. Ganz viel Gold. Echt jetzt? Dann hol. Nimm's mit. Ja, aber ich bin... Oh, ich habe auch Redstone gefunden. Oh mein Gott. Also ich habe echt viel hier gerade gefunden. Also es scheint wieder eine Mine zu sein, aber diesmal... Etwas anders. Oh, hier ist ganz viel Eisen. Das muss ich jetzt erstmal mitnehmen. Dann mit rohem Kabeljau oder rum. Einmal gezähmt. Ja, aber wie zähme ich die denn jetzt? Oh mein Gott, ich habe eine Truhe gefunden. Boah, ich habe einen Diamanten-Rossharnisch gefunden. Falls wir Pferde finden. Coole Sache. Weißt du, was gerade echt weird ist? Die oh mein Katze Gott. Hier sieht Danja, aus. Danja, was denn? Danja. Was denn? Weißt du, was ich gefunden habe? Was denn? Ich habe Diamanten gefunden. Echt jetzt? Ich schwöre, ich habe Diamanten gefunden. Geil. Aber ich habe nicht das passende... Oh, toll. Ich habe nicht das passende Werkzeug dafür. Wie gut. Gut, ich baue jetzt erstmal ein bisschen Eisen ab. Ich mache jetzt Folgendes. Ich baue jetzt... Oh mein Gott. Also ich weiß nicht, wo ich hier gelandet bin, aber es ist super. Okay, hier haben wir echt was Gutes gefunden. Ganz viel Eisen auch. Also ich werde mich jetzt drum kümmern. Ich hole mir jetzt erstmal das Eisen hier. Dann komme ich zurück. Kümmere mich um vernünftige Ausrüstung. Und dann werden wir hier ein bisschen Diamant abbauen. Also es könnte sein, dass wir vielleicht sogar ein bisschen mehr Diamanten finden. Ja. Das wäre halt absoluter Jackpot, ne? Das wäre schon echt gut. Weil, also hier sieht es auch echt gut aus. Okay, ich werde auf jeden Fall angegriffen. Das heißt... Oh. Ich sollte schnellstmöglichst hier abhauen und das werde ich auch machen. Ich habe den Fortschritt allerbeste Freunde erzählt. Gehört sie mir jetzt? Ich glaube. Sie schnurrt. Ich glaube, sie ist meine. Danja hat eine Katze. Und sie sieht aus wie Kiba. Ja, sie sieht aus wie Kiba. Ja, ist doch toll. Wie witzig ist das denn jetzt? Oh, oh.
Oh, was oh. denn? Oh, oh. Was ich werde hier sterben dann, ja. Na toll. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Schnell, schnell, schnell. Okay, doch nicht. Oh, das war knapp. Oh Mann, ey, jetzt schnurrt die ganze Zeit das Kätzchen. Ich raste aus. Ich habe eine Katze. Oh, toll, ne? Ey, war klar, da finde ich mal was. Und ich bin so schlecht ausgerüstet gerade. Na super, bitte nicht sterben jetzt, Kahn. Also Diamanten wäre jetzt schon echt, das wäre jetzt nett. Ja, ich habe ja gesehen ungefähr, wo es ist, aber ich habe halt auch, ich habe ja auch Eisen gefunden. Das möchte ich eigentlich gerne zurück in die Base bringen, dass wir es halt nutzen können. Puh. Ich hau die immer aus Versehen mit dem Fisch. Und wie hat's jetzt geklappt? Ich mein's aber nicht böse, ich bin nur zu dumm. Ich musste quasi ganz still stehen bleiben und warten, bis sie zu mir kommt mit dem Fisch in der Hand. Und dann muss ich der Katze den Fisch quasi geben und dann aber noch mal kurz warten, damit ich ihr noch ein zweites Mal den Fisch geben kann. Und jetzt folgt sie mir. Now this is my kitty kitty. Oh. Ah, sehr gut. Guck mal, hier sind auch Karotten und so in einem Beet. Meinst du, ich kann das einfach abbauen? Ja, versuch's aber am besten mit der Hand. Kartoffeln, Karotten habe ich. Können wir ja für uns sicherlich auch ganz gut benutzen. Oh nein, oh, ist ja klar. So, hier mal schnell das machen. Kann ich jetzt mal hier bitte raus? Ich muss mir natürlich merken, wo ich bin. Ich habe hier jetzt gerade noch so eine, wie heißt das, so ein Komposter habe ich mir jetzt noch geklaut. Ja, süßes Babykätzchen, Mäuschen, Schneckchen, Häuschen, Täuschen. Jetzt folgt ihr mir die ganze Zeit, voll cute. Okay, ich bin jetzt da. Okay, alles klar. So, ich muss mir das jetzt merken und dann muss ich schnellstmöglichst wieder in diese Richtung. Und dann bauen wir Diamant ab. Also heute in der Folge, da passiert schon jetzt ganz schön viel, ja, ne? Also wir du haben hast eine Katze, du hast erreicht. Das Dorf und ich habe Diamanten gefunden. Ich hatte ja kurz das Gefühl, wir haben so einen leichten Stillstand erreicht. Ja, aber das ist bei Minecraft immer so. Gerade wenn man denkt, es ist vorbei, sozusagen an Fortschritt, dann kommt halt sowas. Ja. Also wenn wir ein Pferd haben, dann haben wir auch direkt eine Diamantausrüstung dafür. Mhm. Komischer Name, Rossharnisch. Harnisch. Harnisch, Rossharnisch. Mhm. Aber hätte man das vielleicht nicht, also vielleicht irgendwie einfach nur Schutz für das Pferd. Würde mir reichen. Würde dir das dann reichen, ja? Ja. Ah, dann. Und man muss halt sagen, also diese Schlucht, die ich gefunden habe, die war wirklich unweit jetzt von unserer Base. Mhm. Also wirklich weit ist sie jetzt nicht davon entfernt und das ist halt ziemlich gut. Und das meine ich, ne? Also hätten wir jetzt die Weltgrenzen nicht, dann würde das eigentlich alles, hätten wir das wahrscheinlich schon sehr, sehr schnell gefunden, sagen wir mal so. Ich hoffe, die Katze kann nicht sterben, ey. Das will ich nämlich echt nicht. Ja, also aus dem Grund wäre es halt gut, wenn sie zu Hause bleibt, ne? Ja. Und nicht draußen rumläuft. Ja, ich glaube, ich bringe die mal eben hier zumindest in dem Dorf in Haus. Okay, die Frage ist, ob wir überhaupt... Boah, dann ja, wenn du Kohle findest auf dem Weg, wäre es halt super. Ja, ich habe ein bisschen, aber halt nicht viel. Und hier auch gerade so ein kleines bisschen Roheisen. Boah, das ist überhaupt nicht gut, weil wir kaum Kohle haben. Okay, jetzt wird es hier gerade dunkel. Aber wir haben Holz, glaube ich, ne? Holz müssten wir... Holz haben wir auch nicht, ey. Was ist denn los? Okay, Daniel, es wird auch gleich wieder dunkel. Das heißt, am besten... Ja, wir haben halt nicht so viel, weil leider jedes Mal, wenn ich irgendwas gemacht habe... Komm mal mit, Katzi, Katzi. Dann, oder wenn ich losgezogen bin, um Sachen zu sammeln, dann ist der ganze Schnodder... Dann bin ich irgendwie gestorben und dann war das halt alles weg. Deshalb habe ich da leider vieles nicht mehr mitbringen können. Ich habe sogar, ich hab sogar Schallplatten gefunden. Schallplatten? Komm mal her, Katzi, Katzi. Katzi, 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 komm mal her. Meine Katzen denken die ganze Zeit, sie sind gemeint. Wo ist denn jetzt mein Baby? Ach, da ist meine Babykatze. Ach, wie schön. Dass sie auch einfach aussieht wie Kiba, ist einfach nicht zu fassen. Sie sind einfach echt eine dreifarbige Katze. So, komm mal her, Katzileinchen. Ja, komm her. Komm mal bitte hier rein. Komm,
Das ist schon okay, wenn du hier reinkommst. Ey. Ja, komm. Dann setze ich hier zumindest hin, wo du sicher bist. Danke. Die ganze Zeit dieses Katzenmiauen, Alter. So, okay. Ich habe sie jetzt mal ins Dorf hinsetzen lassen, weil... Muss ja irgendwie. Kahn, okay, wollen wir schlafen? Ja. Ja, ja, sorry, ich bin am Schlafen. Tut mir okay. leid. Habe ich jetzt erst gemerkt. Ja. Okay, danach wird die Welt wieder vergrößert, Leute. Schön, 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 schön. Danja, bist du schon im Bett? Ja, ja. Achso, ich auch. Okay. So, World Border at 40. Okay. So, was haben wir noch? Was können wir noch machen? Ja, ich brauche einen Helm. Danja, ich mache mal ein bisschen Ausrüstung. Mach das. Ich mache aber den Rest lasse ich im Ofen. Ich mache mir jetzt nur noch was für, so eine Hose. Und dann würde ich wieder in diese Richtung gehen, um Diamanten abzubauen. Also ich sag dir ehrlich, ich finde echt nicht auch nicht viel. Also hier habe ich jetzt ein paar Mal ja. Kohle, ein bisschen Kohle finde ich hier. Ja, bring das gerne mit. Bisschen Roheisen habe ich gefunden, aber es ist nicht viel. Ich würde hier mal noch ein bisschen die Gegend um das Dorf drumherum erkunden, weil das ist jetzt hier, da ist, hier ist viel Stein. Und deshalb setze ich ein bisschen Hoffnung quasi in die Gegend. Aber ich muss es mir erstmal ein bisschen anschauen hier, weil vielleicht kann ich da ja noch ein bisschen was Besseres sogar noch mitbringen. Ich sollte mich aber diesmal ein bisschen vorbereiten und aus dem Grund... Werden wir jetzt mal hier ein bisschen Holz abbauen, Leute. Okay, hier ist Kohle. Perfekt, am besten mitnehmen. Ja, hier ist ein bisschen Kohle, die kann ich auf jeden Fall mitbringen. Es sind keine Unmengen, aber es ist eine okaye Menge. Hauptsache, dass der Ofen für Eisen gleich läuft und für die Diamanten. Ja, ja, dafür müsste es auf jeden Fall reichen. Okay, ich denke... Das sollte jetzt erstmal reichen. Dann gehe ich einmal kurz zurück zur Base. Nimm ein paar Steine mit. Okay, bisschen. Das habe ich. Da unten ist einfach so random so ein bisschen Lava. Ist Lava immer so lila? Weiß ich gar nicht. So, da oben war vorhin ein bisschen Eisenerd. Roheisen. Gucken, ob hier noch ein bisschen mehr an der Wand ist, aber es sieht schlecht aus. Ich schau mal, ich habe meine Werkbank, ich habe das dabei, ich habe das dabei. Okay, ich bin ausgerüstet. Ja, hier ist leider nicht mehr zu holen, denke ich. In diese Richtung nochmal. Ich hoffe, ich finde den Diamant-Spot wieder. Boah, das wäre jetzt so blöd, Kahn, wenn du den nicht mehr findest, bin ich ehrlich. Ja, aber das war halt nur ein Block erstmal, ne? Ja, trotzdem. Aber wir scheinen auf einer Höhe zu sein, wo es halt Diamanten gibt. Richtig. War in diese Richtung. Das war Richtung Dorf erstmal. Und dann müssen wir kurz vor der Weltbarriere, müssen wir definitiv links. Eigentlich eine interessante Welt bei Minecraft Loser, muss man sagen. Wir haben verschiedene Biome. Ja, die ist super interessant, die Welt. Anfangs war es halt ein bisschen schwierig aufgrund einfach des Dschungels. Des Dschungels, genau. Aber hier bin ich gerade wirklich, das ist jetzt so richtig normales Gebiet mit Bergen, Steinen, ja. Bisschen dies, das, bisschen das. Also nicht mehr so, und ich kann hier jetzt gerade relativ viel Kohle holen, die ich mitbringen kann. Okay, ich glaube, es war nicht hier. Sag mir jetzt nicht, ich finde den Spot nicht. Die Frage ist, Kahn, soll ich... Sicherheitshalber ein paar Sachen irgendwo hier lagern, bei dem Dorf? Ja, wenn du möchtest. Oder soll ich halt alles mit zu der Base in der Wüste schleppen? Wie du willst, also lass ruhig gerne ein bisschen was da. Ne? Es kann nicht sein, jetzt finde ich... Das ist nicht dein Ernst. Sag jetzt nicht, ich finde den... Doch, ich glaube, hier müsste es doch gewesen sein. Das war doch der Spot, oder nicht?
Okay, ja, ich hattest du keine Fackeln oder sowas, denen du dir den Weg leuchten kannst? Ich habe ja keine, ich habe ja keine Kohle gefunden, wirklich. Ach so. Aber ist okay, ich habe es jetzt ich habe es wieder gefunden. Jetzt muss ich mich nur klug nach unten bauen. Okay, alles klar. So, wir haben da ein bisschen Eisen, das ist schon mal gut. Ich kann mich hier ein bisschen runterbauen und genau. So, alles klar. So. Auch ein bisschen was zu essen mit. Dann muss ich einmal hier in diese Richtung zum Gold. Da, wo auch Eisen ist. Ja, hier vorbei an der Truhe und dann müsste ich hier, die, ja, hier ist, oh, Leute, guckt euch das mal an, oh, ich bin so stolz. Also Diamant jetzt, großartig, ja. Karl, das ist echt. Da muss ich jetzt aber erstmal ein Foto von machen, also sorry. Ja. So, okay, ich hoffe, ich habe das richtige Werkzeug, ich hoffe mit Eisen, yes, und wir haben unseren ersten Diamanten, Leute. Ah, oh, ich sehe es gerade, da unten der, ah, oh, großartig, ey, sage dir. Das war jetzt kein einfacher Weg bis dahin. Das muss man schon auf gar keinen Fall wirklich sagen. Also es wurde uns schon nicht leicht gemacht. Auf gar keinen Fall. So, ich habe jetzt natürlich keine Fackel dabei, aber weil ich hier auch keine Kohle oder so finde, ist nicht schlimm. Ich habe hier vorne auf jeden Fall schon Eisen gesehen, was wir noch abbauen können. Wir haben Redstone, das werde ich auch definitiv abbauen. Wir haben hier Lava. Ich versuche das mal zuzumachen. Da hinten ist eine Höhle. In einem Berg. Die ist in der Nähe von dem Dorf. Ich würde mal... Hä? Was? Was? Nee, was? Ich wurde von irgendwas getroffen, aber es war nichts hier. Ein Kaktus oder sowas? Oder war es kalt? Oder ich weiß nicht. Gibt ja so manchmal so ein paar Gründe, weswegen sowas sein könnte. Okay, ich baue jetzt einfach mal... Oh, ja. Autsch. Ich baue trotzdem mal die Goldklumpen hier, weil die kann man immer... Redstone nehme ich auch auf jeden Fall mit. Mhm. Ach, Redstone ist da auch? Ja, Redstone ist auch hier. Sehr gut. Ja, das ist aber blöd, dass hier... Also hier sind auf jeden Fall viele Monster. Das Problem ist, hier gibt es keine Kohle. Hm. Das ist natürlich doof. Das ist echt ein bisschen blöd gerade. Ich stelle mir mal hier in dem Dorf kurz selber ein kleines, kleine Abstellkammer hin. Mach das ruhig. Wo ich so den ganzen Plunder reinmachen kann, weil ich will jetzt hier noch so eine Höhle erkunden, Kahn. Ja, mach das ruhig. Und ich möchte dafür ungerne den ganzen Krams jetzt mitnehmen. Also ich denke, ich gehe jetzt einfach noch ein bisschen weiter nach unten, weil ich definitiv Eisen gefunden, aber es wäre halt super, wenn ich Kohle finden könnte. Mhm. Weil dann könnte ich mir auch hier und da, also hier sind diese Leuchtbären, die werde ich jetzt auch nicht abbauen, weil die spenden mir gerade viel Licht hier in dieser Höhle. Mhm. Ja, die geben auch nur Licht, solange wie sie quasi irgendwo, genau, am Baum hängen. Ja. Oh, der hat hier eine Schaufel. Hä, hey, ich hab mich doch geschützt, Mann. Was ist das denn jetzt schon hier schon wieder? Was hatte der denn? Oh, der hat eine Eisenschaufel. Okay, das ist krass. Ein Zombie mit einer Eisenschaufel. Hm. Wieso auch nicht? Vielleicht war der da auch gerade nach Diamanten am Graben, Kahn. Du hast ihn gestört dabei. Kann natürlich auch sein. Kann natürlich auch sein. Ich muss jetzt ein bisschen warten. Ein bisschen Leben wieder brauche. Okay, hier geht's weiter runter. Okay, das. Okay, hier haben wir auf jeden Fall sehr, sehr viel, was wir abbauen können. Hier ist es auch schön hell. Also lassen wir es auch dabei. Aber so ist natürlich immer die Gefahr da, von Monstern erwischt zu werden. Ja, ich glaube, die kannst du nachts und in Höhlen halt einfach nie komplett eliminieren, diese Chance.
Ja, ist aber auch nicht schlimm. Also in dieser Höhle muss ich halt sagen, lohnt es sich. Ich muss halt vielleicht nur zusehen, dass ich wirklich hier gleich wieder rauskomme und das, was ich hier eingesammelt habe, dann auch einfach mal in unsere Base bringe. Guck, Lapis wurde mir auch gesagt, das brauchen wir, um zu verzaubern später. Hattest du mir, glaube ich, auch schon mal erzählt. Dementsprechend sammle ich das jetzt hier aber auch mal ein. So, ich brauche definitiv eine Kiste mal. Ach ja, das kann ich mir auch machen, ja. Okay, die Frage ist, ob ich hier jemals wieder rauskommen werde. I guess we'll never know. Es ist übrigens Nacht für dich nur zur Info. Ja, alles gut. Ich kann mich jetzt gerade, ich habe hier kein Bett oder so. Okay. Ja, kannst du mir ja Bescheid sagen, weil dann brauche ich mich ja auch nicht hinlegen. Ja, oh, ja, toll. Warum habe ich denn hier nur Rezept für eine Redstone-Truhe? Ich will keine Redstone. Oder ist das immer? Nee, es ist doch nicht immer eine Redstone-Truhe. Ich will einfach nur irgendeine Truhe. Aber ich glaube, da muss ich mich einfach mal vor Stinks stellen, wahrscheinlich. Dann wird das schon wuppen hier. Okay, wobei Daniel, ich würde vielleicht die Folge hier beenden jetzt, weil ich werde definitiv noch hier bleiben, weil ich hier ziemlich viel einsammeln kann und dann werde ich mich einfach nach oben rausbauen, weil anders wird es hier nicht klappen. Weil hier ist echt viel zu sehen und ich möchte hier ehrlicherweise noch nicht raus. Kann ich verstehen. Ich habe auch gerade so, dass ich hier jetzt richtig was gefunden habe, was ich entdecken will, wo ich ein bisschen mich rein. Ich glaube, das, was ich zur Sicherheit jetzt erstmal machen werde, ist, dass ich mich hier so ein bisschen einbaue. Und dann lasse ich das so sein. Okay, Leute, das war Minecraft Loser. Wir haben heute viel gefunden. Wir haben das erste Mal Diamanten gefunden, was wirklich wichtig ist. Ich hoffe, ich kann sie zurück in die Base bringen. Und dann würde ich einfach mal sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. So, tschö. Nicht auf meine Katze! Ich hier noch Monster bekämpfen, während ich auf die Katze warte, weil ich nicht weiß, wo die Katze jetzt hin ist. Oh Was passiert? Danja, sag mir, was passiert ist. ich habe die Katze getötet. Ich wollte die halt runterholen, weil die oben auf dem Sand festgesteckt hat. Und dann ist sie in den Sand gefallen. Guck mal, ob du vielleicht unter den Sand noch mal kommst. Nein, da stand, Katze wurde lebendig begraben. Ja, super. Klasse, Danja. Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Loser mit Danja, hallo. Hallo, mit Danja und mit Danjas Katze. Hallo. So, ich habe Hello. bei der letzten Folge waren wir stehen geblieben. Hier, ich hatte ja ein bisschen Eisen gefunden, was wirklich sehr, sehr gut ist. Wo sind denn hier nochmal die Zombies? Sind die Meine unter? Katze hat halt, glaube ich, echt übel Hunger. Ach, ja, warte, stimmt. Leute, es tut mir leid. Wir haben das ja gestern aufgenommen und wir haben zwischendurch andere Minecraft-Videos auch aufgenommen und dementsprechend bin ich gerade verwirrt, dass wir hier sind, was ziemlich gut aber ist. Die Verwirrung ist verwirrt. Wir So nehmen zu sieht's viele aus. unterschiedliche Minecraft-Formate auf gerade. Es ist. Verwirrung ist auf jeden Au! Fall da. Ja, Leute, das ist, glaube ich, schon Folge Nummer 10. Beim letzten Mal habe ich ja Diamant gefunden und vielleicht, oh guck mal, Ja, Daniel, stimmt. hier ist so viel Roheisen, was ich abbauen kann. Also ich Ist weiß, es? dass das ein anderer Stein, also ein anderer Block ist, aber am Ende des Tages kommt hier halt Diamant raus. Ich muss jetzt mal meine Katze. Ich wollte die doch die ganze Zeit schon ins Haus bringen. Warum habe ich ihr denn jetzt nicht gesagt, dass sie sich mal hinsetzen soll? Komm mal mit, du kleine süße Katzenmaus. Komm. Okay, ich habe. Was ist Daniel, denn? ist eigentlich schon Nacht draußen? Es war die ganze Zeit Nacht, es ist jetzt Tag. Ach so, okay, warte, dann muss ich natürlich hier einmal World Border at 40. Dann sind wir bei 880 Blöcken. Oh, guck mal, ey, hier ist so viel Eisen, ne? Das ist so ein. Oh, guck mal, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Das baue ich am besten auch mal ab. Katzi, Weil Katzi, ich komm hab mit. gelesen, das kann man vielleicht hier und da doch gebrauchen. Was kann man gebrauchen? Das Gold. Gold. Ja, du musst das, wenn du ins Ding irgendwie besiegen willst, dann musst du irgendein Golddings haben, weil die sonst die Mobs angreifen, habe ich gelesen. Okay, interessant. Meine Katze, das ist nicht ihr Ernst, oder? Nein! Was Jetzt denn? pennt die in einem fremden Bett. Ich krieg die Krise. Ja, so ist das manchmal. Also wie Das gesagt, gibt's ja nicht! Danja, ich habe hier ganz viel Eisen gefunden. Das baue ich auch erstmal ab. Also ich bleibe jetzt erstmal noch hier drinne.
und kümmere mich hier um das Eisen. Und vielleicht, wie gesagt, finde ich hier auch noch weitere Diamanten. Ja, mach das. Das wäre super, weil dann könnten wir eine Full-Dia-Ausrüstung vielleicht mal machen. Für mich natürlich. Und die kann man dann ja später auch upgraden. Habe ich keine Fackel mehr? Was? Warum habe ich da keine... Okay, hier... Achso, ich hatte... Stimmt, ich hatte keine Fackel, weil hier überall diese... Was denn? Ja, hier war auf einmal ein Zombie. Okay, eigentlich bräuchte ich jetzt noch, Meine Katze chillt jetzt hier einfach in irgendeinem Bett. Oh, Danja, wir haben es verstanden, Mann. Du und deine Katze. Jetzt habe ich ihr das Bett weggenommen. So. Hey! Ja, die soll zu mir ins Haus, damit die da sicher ist und ich die dort halt lagern kann. Damit die nicht einfach hier, damit die nicht mit mir auf Abenteuermission geht. Komm mit. Komm mit, du kleine Nudel. Du sollst hier ins Haus reingehen. Ich find's so toll, du redest mit der Katze, als wäre es wirklich Kiba. Ja. Komm. Komm mit. Ja, genau, geh da rein. Genau, ab auf das Bett. Genau, hervorragend, schlafen. Sehr gut. Gutes Baby, braves Baby. Das war ja jetzt wirklich schwer. Danke. Okay, das Problem ist, ich habe keine Fackeln mitgebracht und das ist richtig dumm. Ich Was kann aber. Dumm? Ah, warte, ich kann Redstone-Fackeln machen. Aha! Ahahaha. Ja, aber die sind nicht. Oh, die sind aber nicht so gut. Was kann man denn eigentlich mit einem Schmelzofen machen? Kann? Was? Weißt du, was man mit einem Schmelzofen machen kann? Keine Ahnung, fällt mir gerade nicht ein. Guck ins Rezeptbuch doch einfach. Ja. Ich glaube, die Katze hat halt Hunger. Ich brauche definitiv was zu fressen für die. Das Problem ist, diese Redstone-Fackel, die ist ja eigentlich nur... Ja, also... Habe ich hier nicht zugemacht? Oh! Was denn? Nö, ich habe hier so eine Lavaquelle eigentlich zugemacht, aber... Achso. War dann doch nicht zu? Doch, doch, jetzt. Okay. Eisen gefunden, aber ich finde keine Diamanten, Mann. Ich will Diamanten finden. Ich habe nur einen Dia gefunden. Ein Dia! Klingt doch echt ein bisschen bold, muss ich sagen. Du hast hier irgendwie den ganzen guten Stuff eingeheimst. Ja, aber ich bin auch sehr, sehr tief irgendwo, ne? Also ich weiß gerade nicht, wo ich bin. Mhm. Ich habe das schon wieder vollkommen vergessen. So, Katzileini, Schweini, du bleibst jetzt hier drin. Danke. Okay. Da kann dir nämlich nichts passieren. Immer muss man aufpassen auf diese kleinen Babys. So, ich wollte nämlich mal da drüben ein bisschen hingehen, aber dafür muss ich mir noch ein bisschen besseres Werkzeug machen, denn da werde ich mit einer Holzaxt und einer Holzhacke nicht besonders weit kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Nee, die brauche ich nicht. Ich brauche, Sehr gut. Ich darf auf gar keinen Fall sterben, weil ich habe schon 37 Roheisen dann, ja? Hm. Bitte nicht sterben jetzt. Ja. Das wäre schon echt gut, wenn du das jetzt... mitbringen könntest in die Base, sage ich mal, wäre ich jetzt nicht sehr böse drüber. Ich gehe jetzt mal, hier ist nämlich auch alles ein bisschen weird, muss ich sagen. Also es sieht alles ein bisschen seltsam aus, aber hier ist so eine Höhle. Und die wollte ich ja letztens schon erkunden, aber habe es zeitlich nicht mehr ganz geschafft. Deshalb machen wir das einfach jetzt. Ich weiß nicht warum, aber heute schon wieder... wo wir das aufnehmen und ich, wenn hier diese Katze kommt, kommen automatisch sofort auch meine Katzen. Ich weiß nicht,
ob die das irgendwie an der Art und Weise, wie ich mit dieser Katze spreche, hören, dass eigentlich die gemeint sein müssten. Könnte ja sein. Ja, wirklich gut sein. Ich gehe mal ganz kurz zu Hefi, warte. Ja, mach das. Ich mach mal hier so lange weiter, weil ich habe wieder ein bisschen was gefunden. Zwar keine Dias, aber dafür Redstone. Wie gesagt, wir müssen auf jeden Fall Redstone auch mal lernen, wie man das irgendwie benutzen kann. Aber ich frage mich gerade, warte, wenn wir jetzt... ich habe doch eine Werkbank. Vielleicht können wir mit der Werkbank und Redstone... Also ich kann hier einen Redstone-Block machen. So, was kann ich damit jetzt machen? Oh, guck mal, ich kann einen Notenblock jetzt machen. Kann ich da Musik damit machen? Ich weiß gar nicht. Ach nein, ich brauche einen Plattenspieler. Ich brauche einen Diamant? Nein, doch nicht den. Aber das hier, Schmiedetisch kann ich schon mal machen. Das brauchen wir später auf jeden Fall. Also ganz viel später. Okay, ich lasse es sein. Das ist, bringt mir gerade gar nichts. Ich bin so dumm, dass ich halt keine weiteren... Okay, wir machen jetzt Folgendes. Ich werde mich jetzt hier raus... Ja, da. Ich werde mich jetzt hier rausbauen. Ja, welcome back. Ich baue mich jetzt erstmal hier raus, weil mir fehlen halt auch... Ich brauche normale, sag mal schnell, Fackeln. Und ich habe keine Kohle. Mhm. Aus dem Grund werden wir uns jetzt hier rausbauen. So, ich hatte mir hier irgendwie sehr viel mehr von diesem Berg gehofft, aber ich baue mich mal ein bisschen hier rein. Vielleicht finde ich ja doch noch irgendwas. Ich habe auch einen man kann auch einen Plattenspieler machen, aber da müsste ich dann den Diamanten dafür ausgeben. Aber einen Plattenspieler brauchen wir jetzt nicht wirklich, oder? Nö. Wäre jetzt nicht so meine erste Idee gewesen. Oh, ich krieg die Krise. Ich hab gedacht, da ist irgendwas Cooles drin in dieser Höhle, aber da war halt exakt mal wieder überhaupt nichts. Hm. Also hier jetzt rauszukommen, das könnte etwas länger dauern. Dementsprechend bleiben wir gerne bei Danja gerade. Also ich hab leider auch gerade... Ich bin leider auch gerade auf nur Unnützen gestoßen. Oh. Okay, da ist ein Lavasee. Da ist ein bisschen was Kohle. Das kann ich mal mitnehmen. Hoch, autsch. Ich glaube, ich bin wieder in dieser Mine. Oh, hier haben wir auch ein bisschen. Bei dieser Sache ist. Also es tut mir leid, dass gerade nicht so viel Spannendes passiert, aber ich muss mich hier auch wieder rausbauen. Ja, bei mir ist leider auch gerade nichts. Ich hab einfach nur ein bisschen Kohle gefunden, aber sonst nichts. Ich wünschte, ich hätte gerade Kohle gefunden. Ich dachte halt gerade, ich habe was Cooles in einem Berg gefunden, aber überhaupt nicht. Da war halt echt gar nichts. Das ist echt sehr, sehr enttäuschend. Das Gute ist, auf dem Weg nach oben finde ich gerade ganz viel Eisen. Das ist richtig gut. Ja. Hier ist halt so ein Lavasee, aber der bringt mir halt auch herzlich wenig, um ehrlich zu sein. Jetzt wird es halt gerade wieder Nacht. Und hier ist eine ganze Menge von absolut nichts. Bisschen wie tot hier der komplette Bereich, muss ich sagen. Ich gehe mal nach da oben. Also ich kletter mal auf den Berg drauf. Ja.
Es wird übrigens gerade Nacht, Kahn. Ja, alles gut. Du meintest ja, du bist gerade irgendwo drin, dass du das nicht merkst, aber ja. Just so you know, es wird jetzt gerade Nacht. Ich versuche mich ja irgendwo nach oben zu bauen gerade, damit ich hier aus dieser Mine rauskomme. Die ist gut auf jeden Fall, da möchte ich auch wieder zurück, aber ich brauche definitiv Kohle, muss ich mitnehmen und die finde ich gerade hier nicht. Also ich finde nichts, ich habe das Dorf gefunden, ich habe meine Katze gefunden. Ja, das ist doch wichtig. Aber davon abgesehen kann ich leider aus dem Dorf nicht so viel mitbringen, wie ich mir das vielleicht von einem Dorf gewünscht hätte. Bin ich ganz ehrlich. Okay, da ist ein Enderman schon wieder. Mhm. Spinnen. Skelette. Ja, das könnte ein Abenteuer werden wieder. Ah, ist das Eisen? Oh mein Gott. Oh. Ein Stück Roheisen habe ich gefunden. Eins. Ja, immerhin. Immerhin. Zwei Stück. Wahnsinn, hör mal. Nur Wahnsinn. Was ist das denn hier bitte? Wo bin ich denn gelandet hier, Mann? Ich weiß es nicht. Ich baue mich schon die ganze Zeit nach oben und... Okay, ich habe zumindestens... Okay, es könnte sein, dass ich es jetzt geschafft habe. Okay, ein bisschen Roheisen gibt es hier in dem Berg immerhin. Das werde ich natürlich mir nicht entgehen lassen und mitnehmen. Auch wenn es nicht viel ist, aber ist ja egal. Es ist welches. Also wurscht. Endlich habe ich hier mal Kohle gefunden, ehrlich. Alles gut, Danja? Ja. Hefe ist nur gerade mal wieder am... Der steht hier neben mir und macht so, hallo, hallo, hallo. Der will Fang spielen. Der will gerade Fang spielen mit mir. Endlich haben wir mal hier eine vernünftige Fackel. Autsch. Aber ich würde trotzdem jetzt erstmal zurück zur Base kommen. Mach das. Weil, sonst wird mir das hier ein bisschen zu gefährlich. Wo habe ich mich denn hier nochmal eingebaut? Ja, hallo? Wo kam ich denn hier gerade raus, Mann? Sag mal, bin ich hier gerade zu blöd oder was? Ich bin auch gerade zu blöd. Wo bin ich denn hier jetzt gerade rausgekommen? Ich habe doch hier ein Loch gehabt. Obwohl, das werde ich ja jetzt nicht mehr... Okay, auf jeden Fall hier irgendwo muss ich mich runterbauen. Ich verstehe schon. Okay, let's go. Dann lass uns doch mal raus. Ich brauche eine neue Spitzhacke. Ich komme ja sonst langsam nicht mehr hoch. Wenn ich jetzt schon hier draußen stehe... So, endlich. Ist das eine Enttäuschung? Okay, ich muss jetzt hier aber bitte Folgendes mal machen. Also ich mache jetzt... Oh, oh. Boah, das... Da machen sich, glaube ich, gerade Creeper, Zombie, Lavasee, Enderman. Ich bin ganz ehrlich, ich muss mich erstmal ein bisschen orientieren gerade. Also ich sag dir ehrlich, I'm a little bit disappointed.
mein Dorf wirft überhaupt nicht das ab und auch die, also die ganze Umgebung davon wirft einfach nicht das ab, was ich mir erhofft hatte. Daniel, ich schwöre dir, ich bin sowas von verwirrt gerade. Ich habe voll die Orientierung verloren. Ach super, das kenne ich, aber es passiert mir sehr oft. Ups, jetzt bin ich hoch. Ah, was ist jetzt los? Ei, Kollege, Kollege, nicht das machen. Oh, jawohl. Oi. Alles. Creeper, Skelette, Zombies, Enderman, Spinnen. Ja, ist bei mir aber genauso gerade. Alles, alles, alles dran vorbeirennen. Nein, nicht mich mit Pfeilen. Ich habe keine Rüstung. Oh, du hast kein Bett oder so, ne? Gerade leider nicht, sorry. Ich versuche zurück zur Base zu kommen. Ah, okay. Jetzt liegt hier ein Fremder in meinem Bett. Ich fass es nicht. Du bist noch im Dorf, ne? Mhm. Zwei davon mit meiner Katze. Chillen gerade in meinem Haus. Hast du eigentlich eine neue Base gebaut? Drei? Könnt ihr bitte gehen? Ich habe keine richtige Base. Ich habe nur so was, so ein bisschen zum Unterstellen und so. Okay, wir brauchen aber gar nicht schlafen, weil es ist jetzt gleich schon wieder Tag. Ich krieg die Krise. Ach doch, ich habe ja doch eine Rüstung an. Ich habe eine Goldrüstung an. Hä? Okay, ich bin auch zurück in der Base. Ich habe jetzt mit Fackeln mal so einen Weg gemacht zur Mine, wo ich hin möchte gleich. Hm. Okay, ich bin auf jeden Fall zurück in der Base. Das ist schon mal gut. Das ist tatsächlich gut. Okay. So, ich würde vielleicht noch mal eine neue Kiste machen. In der Base? Da müsste noch eine sein, die komplett leer ist. Wow, Creeper. Creeper, 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 Creeper. Ja, nicht komplett leer. Doch, die ist komplett leer. Perfekt. Okay, alles klar. Alter, wie viele Creeper hier einfach rumlaufen. Ist ja nicht normal. So, das kann ich hier hin. Das auch. Das auch. Aber ich brauche ein bisschen Holz. Muss ich mir gleich mal mitnehmen. Was haben wir hier? Hier haben wir ein bisschen was zu essen. Okay, jetzt ist es Tag, Khan. Ja, alles gut. Ich packe ein bisschen Roheisen einfach mal rein. Ja, ich meine wegen Map vergrößern. Ah ja, danke. Sorry, ja. Könnt ihr mal bitte aus meinem Haus gehen, Alter? Das ist echt mega komisch. Warum chillen die alle bei mir? Das ist hier kein öffentlicher Treffpunkt für Dorfbewohner. Alter. Chillen die hier alle und kuscheln mit meiner Katze? So, also Khan, wie ist der Plan? Also der Plan ist, ich lager gerade ein paar Sachen ein. Hm. Danach würde ich wieder Richtung Mine laufen, wo ich gerade war, mit Fackeln und Ausrüstung genügend. Mhm. Dafür brauche ich jetzt aber auf jeden Fall noch, ich brauche noch Holzbretter. Ja. Genau, ich brauche noch Holzbretter. Okay. Das habe ich, brauche ein bisschen Proviant, muss ich mitnehmen. Aber unten da ist eigentlich auch genügend. Aber ich würde tatsächlich das hier noch mitnehmen. Wir brauchen auf jeden Fall genügend Kohle, weil ich habe nicht so viel Kohle. Und ich glaube, hier haben wir auch nicht mehr viel. Also wir haben nur noch Holzkohle. Also falls du Kohle hast und zurückkommen kannst, wäre das natürlich super. Ja, ich habe Kohle. Ich muss gucken, wegen zurückkommen, dass ich das wieder finde, weil ich war ja jetzt
Eine ganze Weile nicht da, aber ich versuch's mal. Ich würde hier gerade noch ein bisschen Steingedöns und so mitnehmen, weil hier gerade relativ viel ist. Das aber Gute halt ist, ich habe jetzt eine volle Eisenausrüstung zumindest. Mhm. Und wir haben noch genügend Eisen auf jeden Fall. Wir haben noch insgesamt 44 Roheisen im Ofen. Oh, meine Kamera ist gerade aus, sorry. Aber es ist so, dass, sag mal schnell, wir halt keine Kohle mehr haben. Ja, ich bringe welche mit. Ich habe ein bisschen. Okay, ich würde dann ich muss ein bisschen Holz abbauen und das mache ich. Ich habe jetzt auch gerade noch welche gefunden. Ja, sehr gut. Kennst du denn noch den Weg zurück zur Base? Ja, das ist gerade so ein bisschen das Problem. Weil ich glaube, heute, heute kommen wir noch nicht zum Sanddorf. Da würde ich dann in der nächsten Folge wahrscheinlich hin. Aber ich würde heute nochmal nach Dias gucken. Hä, wer greift mich denn jetzt hier an? Was willst du denn jetzt? Ja. Das Ding ist, ich weiß halt nicht, wie weit ich gelaufen bin. Ich weiß halt jetzt nicht, ob ich jetzt noch loslaufen kann und noch im Hellen ankomme. Das ist gerade so ein bisschen mein Gedanke. Ja, bestimmt. Es ist ja gerade erstmal eben hell geworden. Soll ich loslaufen, ja? Ja, wenn du meine Katze schnappen? Wenn du den Weg kennst? Ja, ich versuch's einfach mal. Das reicht. Okay, dann baue ich mal den ganzen Krams hier ab und nehme mit, was ich mitnehmen kann. Also klar, man kann auch mit Holz kann man den Ofen ja laufen lassen. Also wenn du Holz dabei hast, kannst du das auch machen. Dann haben wir hier. Also wir haben jetzt wirklich sehr, sehr viel Eisen. Wir haben jetzt schon 22 Eisen. Ja, also ich habe jetzt genug Kohle eigentlich. Ich würde nur noch ein Werkzeug. Das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Mitnehmen. Ich habe auch ganz viele Betten. Da würde ich auch welche mitbringen. Ja, wir brauchen ja nicht so viele, ne? Ja, aber einfach dann können wir sie platzieren, weißt du? Das ist so der Knopf. Ja, da gebe ich dir recht. Okay, alles klar. Ich glaube dann, ja, dann würde ich. Ich brauche ein bisschen was zu essen, muss ich mitnehmen, auf jeden Fall. Aber da unten waren auch, ja, da unten waren diese Dings, Leuchtfrüchte, sag ich jetzt mal. Das hält halt nicht so lange satt, das ist das Problem. Okay, ich gucke mal, ob ich auf dem Weg was finde. Habe ich sonst alles, was ich brauche? Okay, denke mal, ich werde mich dann jetzt auf den Weg machen. Ja, ich bin dann auch schon wieder raus aus der Base. Mhm. Und laufe wieder Richtung Diamanten. Hoffentlich. Vielleicht so, ich muss jetzt mal schauen, dass ich hier unser Dings auch wiederfinde, denn ich habe gar keine Ahnung, wo das ist. Ja. Jetzt einfach mal in den Dschungel gehen und hoffen, dass ich irgendwas sehe, was mir bekannt vorkommt. Und ich hoffe, dass meine
kleine Katze, du. So. Jetzt hat meine Katze erstmal wieder gegessen. Ist wie. Den ganzen Weg gebaut zu der Mine oder was? Aus Fackeln? Ja, so in der Art. Hast du es gesehen? Bin ich gerade vorbeigelaufen. Ja. Ja, ich glaube, ich schaff's noch in die Base. Sehr gut. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich hier wieder bin. Und dann habe ich uns ein Kätzchen mitgebracht, Kahn. Dankeschön, das ist aber nett. Ja, aber noch sind wir, haben wir es nicht geschafft. Wir sind ja noch nicht beim Enderdrachen. Naja, zum Enderdrachen nehme ich die Katze nicht mit. Ja, das ist sinnvoll. Und du meinst, in der nächsten Folge ist dann das Ding freigeschalten? Ja, sollte eigentlich schon. Also ich glaube, beim nächsten Mal sollten wir es zu diesem Sanddorf schaffen. Dann komme ich auch aus der Mine hier raus, weil, wie gesagt... Okay, jetzt also wird es dunkel. Ja, also man findet halt auch viel, aber jetzt nur Eisen. Also es wäre halt gut, wenn wir ein bisschen Eisen jetzt hier auf Vorrat haben. Das ist gut und hier gibt es halt viel. Aber ich möchte natürlich auch, sobald die Weltbarriere ein bisschen weiter ist, ne, schaffen wir das schon. So, ich glaube dann, ja, für heute soll es bei Minecraft Loser, wobei, warte. Nein, du lässt mich jetzt noch mit der Katze in sichere, Achso, du bist noch nicht Base da. Kommen. Nein. Ich dachte, du wärst schon da. Nein, du lässt mich jetzt mit der Katze noch dort ankommen, ich fasse es ja wohl nicht. Entschuldigung, ich dachte, du wärst schon da. Nein, ich bin auch nicht da. Ich bin hier noch irgendwie... Er hat so viele Fackeln. Oh, jetzt sind da schon wieder Skelette. Nicht auf meine Katze! Ja, schießt euch mal gegenseitig ab. Das finde ich gut. Komm, Katze, wir gehen. Wenn die sich gegenseitig abschießen, dann wollen wir da überhaupt kein Teil von sein. Doch, hier ist, glaube ich, dieser Weg, den du mal darüber gebaut hattest. Achso, ja. Da musst du da, wenn du von unten kommst, nach links. Du meinst diese Brücke, ne? Dann musst du da eigentlich mal nach links. Ich glaube nach rechts, Kahn, aber... Ich weiß jetzt nicht, wo du gerade bist, also dementsprechend stelle ich mir das gerade vielleicht ein bisschen falsch vor. Okay, ich sehe unsere Base, ich sehe unsere Base. Ich muss nur noch sicher nach unten gelangen.
Kraut ist heim. Glück allein. Komm rein, Katze. Komm. Komm jetzt. Komm, ich hab Fisch. Komm, wo bist du denn? Wo ist sie denn jetzt? Ah! Was willst du denn jetzt? Hau ab! Muss ich hier noch Monster bekämpfen, während ich auf die Katze warte, weil ich nie weiß, wo die Katze ist. Hallo, ist hier Wasser? Ich sterbe! Das war knapp. Komm her, Katze. Oh nein. Was passiert? Danja, sag mal, was passiert ist. Ich habe die Katze getötet. Ich wollte die halt runterholen, weil die oben auf dem Sand festgesteckt hat. Und dann ist sie in den Sand gefallen. Guck mal, ob du vielleicht unter den Sand nochmal kommst. Nein, da stand, Katze wurde lebendig begraben. Ja, super. Klasse, Danja. Klasse, Danja. Sehr gut. Hast du sehr, sehr gut gemacht. Oh mein Gott, ich wusste das nicht, dass das passieren kann. Ich habe nur den Sand runterfallen lassen und ich dachte, die Katze kommt halt einfach mit runter. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin hier immer... Ich krieg's nicht hin. Ich habe wieder keine Kohle dabei und ich stelle mich wieder so richtig dumm an. Aus dem Grund denke ich, werden wir die Folge für heute beenden und dann dementsprechend beim nächsten Mal Richtung Dorf gehen und mal gucken, was da im Sanddorf so abgeht. Okay, obwohl, guck mal, hier haben wir jetzt Kohle. Okay, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Gerne abonnieren, kommentieren, Glocke aktivieren. Ja, und dann sage ich tschö. Tschö.